Guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem Descenders Livestream. Ich freue mich und habe heute richtig Bock auf Zocken und wir machen ganz entspannte Musik. Ich muss jetzt erstmal gucken, ob hier alles funktioniert. Das sieht gut aus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Musik ist auf ganz entspannter Basis. Was geht ab? Kurze Info. Meine Mom ist gerade aus Italien wiedergekommen. Die war im Italienurlaub und ich musste nochmal schnell mit ihr schnacken, weil, ne, war lange weg und so weiter. Ihr wisst, wie es ist, Leute. So, wir setzen den guten alten Helm auf und zocken heute eine Runde rein und wir machen mal einen Mittags-Livestream. Butze ist an. Sabrina Emke, was geht ab? Lenny van Montfort ist auch wieder dabei. Und ich hoffe, ihr habt auch Bock. Ich streame heute extra ein wenig, na, wie soll ich sagen, früher. Weil heute Abend, ihr wisst, spielt Deutschland. Ich treffe mich mit Broxo und so weiter. Und wir gucken nachher das Spiel zusammen. Vielleicht machen wir noch die ein oder andere Insta-Story. Ich mache jetzt hier erstmal den Status da oben weg vom Chat. Ein wunderschön. Marian ist auch am Start. Mir geht's sehr gut. Ich hoffe dir auch. Lullaby auch. Nathalie auch. Gravitrax, was geht ab? Und hier sehe ich auf TikTok geht auch schon wieder einiges. Poposse, verbauter Keks, Digga. Geiler Name. Ich mach mal meinen Controller rein. Kleinen Moment. Also, wo ist der Controller? Chillig. Seid ihr ready oder was? Ich bin bereit, Digga. Ich bin absolut bereit. Und ich werde heute mein Leuchtfahrrad mal reinknattern und wir werden ein paar Runden durchziehen. Ich hoffe, dass wir heute an Lux-Item kommen. Hier machen wir jetzt mal dieses Fahrrad rein, Digga. Und das ist am Leuchten, ne? Das ist am Leuchten. Und wisst ihr was? Ich habe, glaube ich, auch noch hinten... Warte mal, jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken. Wir haben irgendwo Lux hier. Die grünen Reflektoren. Es gibt aber auch noch die gelben. Und ich werde heute mal mit den gelben fahren, Leute. Please, gemeinsame Lobby. Och, ihr wollt schon wieder mitzocken, ne? Ihr wollt mitzocken? Ach, kommt, Leute. Wer hat Bock auf Descenders, Alter? Hashtag Hype in die Chatbox. Ich will jetzt mal ein bisschen was hören, Freunde. Ich mache mich einmal ganz kurz warm. Ich habe heute neue Musik mitgebracht. Ich hoffe, ihr habt Bock. Track ist auf jeden Fall chillig, oder? Ich höre ihn das erste Mal heute. So. Da sehe ich schon, wie es abgeht wieder im Chat, ne? Also, let's go. Wir machen erstmal eine Karriere-Plus-Session. Ich spiele mich kurz in der Wüste warm. Muss jetzt natürlich auch, weil wir in der Wüste sind, einmal Sonnenbrille aufsetzen. Denn, Leute, es ist sonnig, ne? Und wenn Sonne ist, dann immer wild. Ich mache mich eine Runde warm. Fahre hier ganz entspannt. Und wir gucken mal, wie es gleich wird, ne? So. Ja, wir machen gleich Lobby. Oh, das war gut hier. Alter. Okay, sieht gut aus. Digga, sieht richtig gut aus. Clean, Digga, clean. Und jetzt nochmal nach vorne weg und der Double, Alter. Das war richtig lecker. Ey, Alter, was ist das denn jetzt gerade für eine Runde hier? Warm spielen, kenne ich nicht. Wir gehen direkt rein. Wie viel Rep für die Spur? 20, 25k, glaube ich. Die kann man hier in der Wüste ganz gut farmen. Dafür braucht man 100.000 auf jeden Fall. Und dann läuft der Aal, ne? Guck mal hier, chillig. Nochmal runter und mit 6.000 Punkten sind wir durch. Ich mach mich nicht warm. Ich bin nämlich schon warm, meine Freunde. So ein Ding ist das. Schwelle von schweren Stürzen. Wichtig, dass wir es bekommen. Und verbesserte Federung. Oh mein Gott, es wird wild heute. Es wird wild. Alles klar. Das ist der optimale Start in die Wüste, meine Freunde. In die Wüste, der optimale Start. Alter Schwede. So, Denno, Sie sind festgenommen, weil Sie nicht frohe Weihnachten gesagt haben. Wieso? Nein. Oh, das war nicht gut. Wieso habe ich denn frohe Weihnachten? Habe ich was verpasst, Leute? Sind wir 2022 mittlerweile? Na, das ist ja komisch. Oh Gott. Sehr stark. Ich mache jetzt erstmal ein paar Jumps und so weiter. Hier nochmal ein 360. Das war okay. So ein Nag-Nag haben wir nochmal reingehauen. Und ja, das Leuchtfahrrad ist halt auf jeden Fall am Start, ne? Wie bist du so krass? Digga, ich spiele schon, also Descenders, ich sag euch ehrlich, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch meine Videos dazu an. In mir wohnt der ägyptische Gott. Der wurde auf diesem Parcours, auf dieser Map, wurde der geschaffen, ne? Das muss man einfach so sagen. Und hier nochmal chillig und nochmal lockeres Ding, Tabletop. Ja, ich gehe hier mit 3000 Punkten raus und wir haben auch schon, glaube ich, den nächsten Skill freigeschaltet. Hier nochmal so ein bisschen so. Perfekt. Kriegen wir einen Skill? Drehgeschwindigkeit. Jetzt wird's richtig wild. Natürlich bin ich wieder auf TikTok live, Freunde. Das ist ganz klar. Und wir werden jetzt mal in die brutale Szene gehen.
Sehr gut. Sehr gut. Ich bin bereit. Oh, Baby. Das sieht richtig gut aus hier. Guckt euch das an. Jetzt wird's heftig. Zweifacher. Vorsicht. Hier haben wir ein bisschen Ebene. Da müssen wir echt gut gucken. Das hier sieht gut aus. Und der wird auch nochmal heftig. Stabil. Oh Gott. Was? Als ob ich den überlebt habe. Holy moly, Mann. Alter, ich fühl's. Die Runde heute wird sehr, sehr krass. Die wird richtig krass, Leute. 7200 Punkte haben wir schon am Start. Und ich glaube, oh, das, also ich sag's so, das könnte was Heftiges werden, ne? Wir gucken mal, wie es läuft. Ich gehe hier direkt rein. Die Kuhle nehmen wir mit. Spring nochmal mit dem Backflip, damit wir besser über die Kurve kommen. Hier nochmal mit dem Frontflip rein. Und mit 8000 Punkten, Alter, das sag ich mal so, ne? Das ist zum Mittag hier jetzt ganz, ganz entspannt. Denno, warum spielst du heute schon um 2 Uhr? Weil ich heute Bock habe und weil heute Abend Deutschland läuft, ne? Wheelie Balance, auch sehr geil. Wir kriegen die richtigen Skills rein. Es ist genial. Ich glaube, das wird heute eine ganz rekordverdächtige Runde. 45 Sekunden, bis wir am Ziel sein sollen, kriege ich hin. Und wir gucken mal. Jetzt hoch, Double, rein, chillig, nach vorne, chillig, weiter geht's. Oh, das ist nicht gut. Schade. Da haben wir einfach zu harten Pace bekommen. Das war wirklich ganz, ganz wilder Pace. Ich werde ein paar Leben auf jeden Fall riskieren, damit wir heute ordentlich reindroppen können. Aber man muss halt mal schauen, wie es wird. Oha, das Ding sieht gut aus. Sehr stark. Solide. Solide. Vorsicht. Oh, das war ein sehr, sehr knapper Sprung. Und jetzt geht's weiter, ne? Jetzt geht's weiter. Wir gehen wieder rein und da unten geht's richtig ab. Nein, ich habe es auch wieder nicht geschafft. Gut, Freunde. Also 45 Sekunden, ich will den Leben mitnehmen. Deswegen ziehen wir dann mal auf dieser Strecke hier durch. Locker. Oh, das war so knapp. Das war so, so knapp. Wir wären da eigentlich dead gewesen, ohne die Federung. Das muss man sich mal vor Augen halten. Jetzt hier. Oh, da wäre ein Dreifacher drin gewesen. Ganz sicher. Puh. Okay, okay. Pass mal auf. Ballern, Junge. Ballern. Hier in die Kuhle rein. Sehr stark. Mit 3000 Punkten sind wir da. 13 Sekunden haben wir noch. Wir sind richtig auf Pace unterwegs. Nochmal raus. Sehr stark. Und leider schaffen wir es von der Zeit her nicht. Das ist ärgerlich, ärgerlich. Aber ich werde die 5000 Punkte mitnehmen. I don't care, ne? Bist du auf YouTube live? Immer. Ich bin immer primär immer auf YouTube. Meine YouTuber oder mein YouTube-Chat, Leute, das ist mir der Liebste, ne? Also, ich habe nichts gegen TikTok, aber welchen Bike-Type hast du? Ich glaube, den in der Mitte habe ich. Den in der Mitte. Wir spielen das Feuerlevel noch nicht. Wir gehen erstmal ein paar Tricks machen, gucken mal, wie es läuft. Feuerlevel nehmen wir auf jeden Fall vor der Dunkelheit mit, ansonsten hätten wir ein Problem. Hier können wir aber, glaube ich, auch nochmal richtig geil tricksen. Da kommen wir direkt mit dem Doppel rein. Dann nochmal nach unten. Und jetzt wird es nochmal heftig. Sehr geil. Passt mal auf. Stark. Den haben wir stark gehittet, stark gelandet. Und es geht weiter. Wirklich wild. Wirklich wild. 4000 Points, ne? So. Jetzt nochmal hoch. Sehr gut. Nach vorne. 360s bauen wir auch jetzt mit ein. Und clean. Wir sind clean durch. Da ist doch noch einer drin. Ja, 10 Sekunden bis zum Ziel. Müssten wir jetzt irgendwie noch auf ganz schnelle Basis irgendwie reinsippen. Oh mein Gott, das kriegen wir nicht hin, ne? 6000 Punkte lasse ich hier auch nicht fallen. Nehmen wir auch direkt mit. Der Bunny Hop. Wichtig, dass wir den gekriegt haben. Ich werde jetzt erstmal noch mal ein paar Levels so durch. Zeigt mal einen Double. Was für ein Double, Silverwolf. Bin von TikTok rübergekommen. Feier ich, Leute. Macht das bloß gerne weg, wenn ihr Descenders liebt oder wenn ihr dieses Fahrradgame feiert. Das heißt, Descenders kostet 21 Euro. Und jeder, der mich fragt, ey, 21 Euro gar nicht so günstig. Es lohnt sich absolut. Dieses Spiel ist eins meiner Lieblingsspiele all time. Und ich zock einfach gerne, ne? Dieses Game zock ich einfach sau gerne. Kann ich nur empfehlen, sich das zuzulegen, weil das mega entspannt. Guckt euch die Tricks an. Wenn du so eine geilen Tricks hittest, Alter, es gibt nichts Geileres im Leben. Einfach irgendwo richtig brutalen Skill zu haben. Und ihr merkt ja auch, ich schnack nebenbei noch ein bisschen. Ne, gehe hier so auf den Chat ein, wie ich kann. Und das nebenher. Es ist einfach clean.
Es ist genial. Wir kriegen hier ein Leben dazu. Mit 10 würde ich die Wüste gerne verlassen. Gucken wir mal. Ich wollte mich eigentlich nur warm spielen, aber gut. Wir machen das Ding erstmal und ziehen direkt jetzt das Feuerlevel durch. Wie kriegt man dieses Fahrrad? 250.000 Reputationspunkte in einem Run. Mindestens 100.000 aber schaffen. Und im Idealfall schaffst du sogar noch die Secret Map, die man halt freischaltet, wenn man Feuerlevels grindet, ne? So. Vorsicht. Sehr gut. Double. Oh! Vorsicht, das ist nicht gut, wir sind dead. 2 Leben, das war zu schnell, schade. Ich habe die Kurve da nicht gesehen. Ihr müsst halt versuchen, immer in diese Kuhlen hier rein zu droppen. Dann hast du es relativ entspannt. Na, hier in die Kuhle. Oh, ja, Mann. Das könnte jetzt wild werden. Sehr gut, Vorsicht. Sehr gut. Und weiter. Wir fahren erstmal, chillig. Jetzt wird's krass. Dreifacher. Auch wieder 2 Leben weg. Oh mein Gott. Ah, jetzt müssen wir halt gucken, ne? Wir könnten auf dem letzten Leben fahren, weil das gibt noch mehr Rep-Punkte. Das wäre halt sehr, sehr krass, wenn wir das riskieren, wenn wir da einfach Eier beweisen. Aber auf der anderen Seite ist mir das natürlich auch ein bisschen zu risky. Wir kommen schon wieder back, haben wir letztes Mal auch geschafft. Und muss man jetzt mal sehen, wie es läuft, ne? Muss man jetzt mal sehen, wie es läuft. So. Runter, runter, runter. 5000 haben wir schon mal. Wir fahren in Wheelie weiter. Und gucken, dass wir hier reindroppen. Oh, oh. Letzter Versuch. Soll es doch beim Warmspielen bleiben? Wer weiß. Wir müssen gucken. Eigentlich darf ich die Runde nicht verkacken. Wir haben einen Big Drop direkt gehittet. Und müssen halt echt gucken, dass es jetzt was wert, ne? So, vorsichtig. Wir droppen in die falschen Kuhlen rein. Und jetzt müssen wir vorsichtig sein. Wir müssen jetzt vorsichtig sein, richtig spielen, den richtigen Riecher beweisen. So, Vorsicht. Ihr merkt schon, ne? Punkte ballern jetzt richtig rein. Ist gar nicht mal so schlecht, wenn man auf letzten Versuch geht. Weil punktetechnisch tut sich da wirklich sehr viel. Und wir kriegen für High Pace halt auch sau viele Points. Oh, oh, wir sind dead. Oh, was? Nein. Wir hätten es überlebt. Schade. Ich habe nicht mehr... Was ist das denn für ein Helm? Okay, also hier seht ihr, ein seltenes Item haben wir schon bekommen. Und das wäre halt, wenn du diesen Lux-Anhänger haben willst. Ne? Wir machen jetzt eine Community-Runde. Falls ihr Bock habt, kommt gerne rein. Ich werde jetzt mit euch zusammenfahren. Wir können einmal so eine Multiplayer-Lobby aufmachen. Und ich würde sagen... Wie nennen wir das Spiel? Dennos Game. Name des Spiels. Warte. Yalla. Yalla Abfahrt. Passwort. Setze ich direkt fest. Passwort, Leute. 1, 2, 3, 4. Kommt in die Senders rein. Macht die Multiplayer-Lobby. Ihr könnt von jeder Konsole, glaube ich, mitspielen. Und Yalla Abfahrt. Passwort 1, 2, 3, 4. Könnt ihr direkt mitzocken. Ich guck mal, welchen Modus wir hier nehmen. Ich würde sagen, Karriere-Session, aber keine Wüste. Wir fahren jetzt erstmal entspannt. Philipp VX, Zocker LP sind auch schon drin. Please, lasst mir 10 Minuten Zeit. Digga, die 10 Minuten haben wir nicht. Die 10 Minuten haben wir nicht. Ich freue mich, dass ihr da seid, Leute. 270 Zuschauer gerade auf TikTok. Wie viele haben wir auf YouTube? Da sind es gerade 161. Wollt ihr mich verarschen? Seit wann haben wir denn auf TikTok immer mehr Zuschauer als auf YouTube? Das ist ja geisteskrank. Mach später mit, okay. Ihr habt jetzt noch eine gute Minute Zeit und dann machen wir ein Go. Also 13.47 Uhr starten wir, deswegen Yalla Abfahrt. Ne? Macht jetzt Gas bitte. Hattest du auch schon mal den Glitch, dass man das HUD nicht mehr sehen kann oder das Menü? Ja, sowas gibt's. Wie hast du das Bike bekommen? Über 100.000 Reputationspunkte mindestens fahren und am besten schaffst du das geheime Level. Es gibt auf jeder Strecke ein geheimes Level, die 5. Map. Die kriegt man nur, wenn man Feuerringe macht. Und die Feuerringe, dafür muss man ein Feuerlevel auf jeder Map zocken und das Feuerlevel durchspielen und dann durch den Feuerring springen. Und wenn du das schaffst, 4-mal, dann schaltest du die 5. geheime Map frei. Ich feiere dieses Polizeigame. Sehr cool. Was würdest du mit 500 Euro machen? Guck nach da oben. Mit 500 Euro würde ich meine Schulden bezahlen. Hey, Denno, dass du jetzt schon live bist, wundert mich. Ja, wir probieren halt mal ein bisschen aus. Ich dachte mir halt, ihr kommt von der Schule, habt vielleicht Bock auf einen Livestream. Nicht immer abends, dass ihr gleich schlafen müsst. Von daher so.
13:47 Uhr, wir starten. Let's go. Ich mache Musik lauter. Wir schalten in den Remix durch. Sehr gut. Die PCs laden schnell. Das ist mir wichtig. Wir haben 2 Spectators, warum auch immer. Wir sollen 65er Tempo haben. Die Jungs sind mit dabei. Leute, da macht man jetzt erstmal ein Double, ne? Der erste ist schon aufs Maul geflogen. Zocker LP, RIP mein Bester. Aber gut. Wir nehmen den Slide mit für den Double. So, sind jetzt erstmal auf 600 Punkten. Passt mal auf, Leute. Ich zeige euch einen kleinen Trick. Es gibt hier tatsächlich... Oh mein Gott. Wir hätten durchs Fenster springen müssen. Aber das war zu doll, ne? Das war zu doll. Wir gehen nochmal rein. Es gibt halt... viele fahren den halt direkt auf Ramp, aber es gibt halt so eine Möglichkeit, direkt durchs Window zu jumpen. To the window. Habt ihr gesehen? To the wall. Gab gleich zweimal Punkte mit drüber, ne? Wir werden gleich, glaube ich, nochmal pacige Musik reinstellen. Tut mir leid. Ich muss die Musik gleich auf jeden Fall nochmal umswappen. Und dann gehen wir richtig in Aktion. Sehr gut, mit 900 Punkten. Ein Taui hätte ich ganz gerne. Den Taui haben wir geschafft. Und wir gehen rein. Seid ihr ready? Descenders ist so ein nices Game. Ja, ich freue mich, dass es euch gefällt, ne? Musst du ein Rennen machen? Theoretisch könnte man das auch so machen, Silver Wolf. Ich gehe aber eher für Reputationspunkte. Was ist das hier? Ja, der hat sich was getraut. Nicht schlecht. Das ist der Blue Man Brother auf jeden Fall. Und, ja, ihr seht, ne, Reputationspunkte bin ich gerade vorne, sehr weit vorne. So, ich habe die Jungs brutal im Griff. Macht bitte weiter. Sonst muss ich Lobby verlassen. Verbesserte Federung, Freunde, nehmen wir direkt mit und wir gehen rein. Wenn ihr sterbt, am Medicamp können wir euch wieder recovern. Oha, ganz wilde Musik jetzt. Ganz wilde Musik jetzt. Let's fetch. 2 Spectators sind hier auf jeden Fall drin. Die gucken nur zu. Die fahren jetzt den Way. Können sie natürlich machen. Ich habe gar keinen Bock. Ich werde jetzt direkt mal hier so eine Runde ziehen. Ne? Easy going. Da haben wir auch gleich Lead. Sind halt von der Geschwindigkeit her sehr gut am Start. Können hier nochmal für den Dreifachen gehen. Dreifachen Multiplikator haben wir jetzt. Aber es sieht so aus, als würden wir das Ding einfach nur durchfahren. Ne? Das ist es halt. Gar kein Bock. Sehr stark. Er ist gegen das Ziel gefahren. Oh mein Gott. Der Blue Man. Kann ich noch rein? Bin auf PC. Leider nicht. Hättet ihr ein bisschen euch beeilen müssen. Wir machen aber noch eine Community-Runde. Das kann ich euch heute versprechen. Was ist das denn hier? Wir machen die Musik rein. Seid ihr bereit? Also, Freunde, was ist los mit euch? War das schon alles oder was? Ha? Strengt euch mal ein bisschen an. So, wir haben das Medicamp, ich bewahre das auf, falls einer von euch stirbt. Ich mache den Ehrenmann, okay? Falls einer von euch stirbt, kann ich zum Medicamp fahren, wir können es durchzocken und ihr werdet wiederbelebt. Also, let's go. Wie habe ich das Bike bekommen? Bitte meine Mods darauf eingehen. Ne? Ich kann die Frage jetzt nicht alle 5 Minuten beantworten, das wäre ein bisschen blöd. Würde ich mich freuen, wenn ihr das übernehmen könntet. Dankeschön. Und wir gehen jetzt erstmal gucken, was die Jungs hier so vorhaben. Philipp VX ist gut am Fahren, aber ich muss einen Wheelie machen, Leute. Ich muss einfach den Wheelie machen. Das Problem ist halt auch, dass wir sau viele Reputationspunkte haben müssen, Jungs. Alle, die jetzt mitspielen. Damit wir auch ja, mehr Power-Ups kriegen. Ne? Ihr seid da einfach gefragt. Ich muss jetzt 4-mal so viele Reputationspunkte farmen. Weil wir zu 4 sind. Das kommt auch noch dazu. Wild. Wir haben nochmal den Backflip gemacht. Hier ist leider nicht so viel drin, aber wir können uns noch ein Leben mitnehmen. Sehr gut. Schaff mal 1500 Punkte, Bolzer. Ich sag dir, ich schaffe auf einer Map auch 3 oder 4000. Mein Maximum waren 15.000 auf einer Map. 15.000 Reputationspunkte auf einem einzigen Run. Hier ist das Feuerlevel und das wird, glaube ich, sehr extrem. Gucken wir mal. Geht es darum, viele Punkte zu haben oder um Erster zu sein? Ich würde sagen, du kannst es so und so machen, man soll sich Sanders in seinem eigenen Tempo spielen. Luke Shaw. 2 beinahe Kollisionen, sehe ich mich.
Ja, da fährt einer schon wieder richtig durch und weiß ich nicht, ob das jetzt so geil ist, wenn der das macht. So, hier haben wir auf jeden Fall schon mal fast den Zweifachen. Oh, der ist gut. Oh, der ist gut. Der Double ist direkt drin. Wir haben den Dreifachen, sind clean rein und ballern hier richtig durch mit Tempo. Wir müssen beinahe Kollision packen. Eine und das ist Nummer 2. Perfekt. Vorsichtig, vorsichtig. Wir nehmen die Rap mit. 3000 Punkte. 3700 und haben wir richtig abgeschmatzt, ne? Das ist sehr, sehr chillig. Und wir sind rückwärts rein. Wie leuchtet sein Fahrrad? Das nennt man Lux-Item. Wer von euch zockt die Senders? Drei in Chat, wer von euch die Senders zockt? Zocker LP macht hier sein Spiel, hat hier leider reingerippt. Was geht da ab bei Nosk TV? Mal gucken, was bei dem jetzt so geht. Wie fährt der? Er springt wenig. Er ist sich noch unsicher bei der Map. Oh, okay, Alter. So viele Descenders-Spieler hier. Sehr krass. Feier ich extrem. Ich hatte heute einfach auch mal wieder Bock, irgendein Game zu zocken. Und dachte mir halt, warum nicht? Descenders momentan sehr gefragt. Dann machen wir das doch. Ja, punktemäßig würde ich ihn bei 1700 jetzt einstufen in dem Run. Gucken wir mal, wie viel er wirklich hat. 1700 für Nosk TV. Philipp WX fährt hier, ja, geschmeidige Strecke. Mal sehen, der kommt jetzt hier irgendwie raus. Ja, ist jetzt auch auf chillig. Und einer spectated. Wir haben einen Spectator, einer ist gestorben. Ich werde dich wiederholen. Let's go. Bitte weitermachen. 1300. Also ihr seht schon, oh, Nosk TV hat aber auch schon gut angezogen. Wie bekommt man den Halo? Nee, das ist nicht das gleiche wie beim Lux Bike. Das ist ein bisschen entspannter. Den habe ich irgendwann bei 20.000, 50.000 Reputationspunkten gekriegt. Und die Streifen auch. Danke für die ganzen Follows. Macht mal ein bisschen Lärm im TikTok-Chat. Ich will jetzt was sehen. So, wir haben 2 Spectators. Ich hole euch direkt wieder. Nehmen jetzt den Aal hier und oh, mal sehen. Warte mal, hier vorne. Boah, da haben wir gleich den Dreifachen fast. Sehr stark. Zweifacher. Hier den Trick mitnehmen. Nach vorne rein. Das war sehr, sehr gefährlich. Nein, wir haben den Baum mitgenommen. Oh, das ist ärgerlich. Wir waren gerade auf einem guten Punkte-Level. Aber ja, dann müssen wir halt nochmal ran. Ja, schade. Das wird uns ein bisschen reinrippen hier, ne? Sehr gut. Auf dem Hinterrad landen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du überlebst. Nur mal so zur Info. 1000 Punkte sind jetzt am Start, denke ich. Werden hier mit Wheelie nochmal reinfahren. Und easy. Läuft. Descenders ist Liebe, Digga. Denno ist der beste Descenders-Spieler Deutschland. Moment, da muss ich leider eingreifen. Es gibt einen, der ist noch besser. High Voltage. Der ist besser als ich. Safe. Das garantiert. Danke für die ganzen Follows. Macht es plus weg, falls das Game feiert. Mehr kann ich euch nicht bitten, außer wenn ihr sagt so, ey, Alter, für die Ferien, Digga, könnt ein cooler Streamer sein. Schicke ich doch mal meiner Klassengruppe. Damit würdet ihr natürlich brutal rein supporten, wenn die nochmal am Start sind. Und wenn die hier flamen, dann kann ich sie gleich rausbannen wieder aus dem Stream. Wisst ihr, ich meine. Okay. Vorsicht. Nicht zu schnell sein. Ja, jetzt hier den Dreifachen. Wir haben den Dreifachen. Multiplikator, können jetzt hier mit Speed richtig viele Punkte rausholen. Ich denke mal so, weiß ich nicht, wie viel sind da jetzt drin. Ne? Muss man gleich mal sehen. Hier hochjumpen. Da der Stein, 4 Sekunden in der Luft. Oh, geile Rampe. Sehr stark. 2300 Punkte haben wir auf jeden Fall safe. Easy. Läuft. Oha. Was da denn passiert? Junge, du hast ja alles mitgenommen. Bruder, was los? Digga, hättest du früher gestreamt, hätte ich dich auf dem Klassenbeamer angemacht. Ey, was? Plamo, dein Ernst? Das wäre lustig gewesen. Ehrlich, das wäre lustig gewesen.
teilt gerne den Livestream, denn so kommen halt einfach auch mehr Zuschauer in diesen Stream rein. Ne? Wir werden die Gefahrenzone spielen, Leute. Keine Angst. Wenn ihr hier jetzt reinscheißt, 2 Leben weg. Wenn ihr richtig reinscheißt, 4. Also, reißt euch zusammen. Hier müsst ihr vorsichtig fahren. Vorsichtig fahren. Jo, Nosk TV geht hier auf letzten Leben. Feier ich. Der will richtig Punkte machen, der Junge. Das finde ich gut. Das finde ich gut, Brudi. Würde ich auch machen, wenn ich nicht so einen heftig niedrigen Kontostand hätte. So. Aber ich traue mich halt auch was. Von daher, kein Problem. So, 2000 haben wir schon mal. Ich bin gespannt, wie viel Nosk hier rausholt. Denn der scheint auf jeden Fall auf Punktejagd zu sein. Ne? Finde ich gut. Finde ich gut. Oh, wir haben hier den Endgegnersprung. Punkte haben wir gesaved. Jetzt hier, Vorsicht, hoch, Backflip, runter und nochmal 1300. Und Nosk hat leider nicht überlebt. Da ist er zu risky reingegangen und somit bin ich mit 16.000 an der Spitze. Ne? Kannst du nochmal Lobby machen? Geht nicht, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr, wir sind mitten im Game. Tut mir leid. Wir werden einen Enemy-Vertrag jetzt nochmal spielen. Ich werde hier nochmal einen Enemy-Run machen. Bin gerade auf dem Hauseweg von Schule. Oh, wie chillig, Mann. Ja, so habe ich mir das auch gedacht. So habe ich mir das auch gedacht. Stimmt, einfach auf den Schul-PC den Stream abspielen und auf Tafel übertragen. Ich schwöre es euch, habe ich damals auch gemacht mit Hand of Blood. Die Leute kannten den nicht und ich so, was? Wollt ihr mich verarschen? Und dann musste ich den einfach zeigen, ne? Henno damals gezeigt, so, weil ich habe da viel von denen gehalten. Muss ich ehrlich sagen. Hat sich, ja, mittlerweile auch gelohnt für den Jungen. Oh, chillig. Wir sind jetzt mitten auf der Road. Wir sind auf der Road und wir haben halt viele Reputationspunkte zu farmen. Leute, ihr müsst echt ein bisschen reinhauen, ne? Weil ich spiele sonst mit sau wenig Skills und das ist dann schon ärgerlich, ne? Wir haben auf jeden Fall die verbesserte Federung, das ist schon mal nicht schlecht. Bam, Junge, rein. Fragt bitte nicht, ob ich euch noch kenne. Wenn ihr wenig in meinen Streams seid, nie schreibt, kann ich euch nicht kennen. Weil ich merke mir natürlich nur die Namen, die öfter dabei sind, ne? Wenn ich jetzt hier bei TikTok gucke, da sind jetzt noch nicht so viele dabei. Aber das liegt auch daran, dass viele jetzt gerade Folgen drücken, was ich natürlich sehr begrüße. Danke, Leute. Helmkamera gönne ich euch auch. Helmkamera, sehr geil. Guckt es euch an. Das hier ist auch die andere Art, Descenders zu zocken. Das macht richtig Spaß. Dominik Schmidt, Kuss. Sabrina Imke, natürlich. Du bist öfter dabei. Und du schreibst auch regelmäßig in den Chat. Was ist das denn? Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott. Einfach nur für den Flex machen wir es jetzt nochmal. So. Wir kriegen mehr Reputationspunkte, wenn wir so fahren. Und wir sind jetzt in der First-Person-Sicht. Uff, da müssen wir jetzt halt schon gut gucken. Ja, oh, der Stein. Och nö, nicht der Stein. Ich mach einfach zu viel Mist. Wir hören auf damit. Ich kann das. Guck, es geht. Ich kann das. Wir müssen halt jetzt nur mal schauen, dass wir irgendwie unsere Leben wieder so ein bisschen aufpeppen. Aber ja, Risiko ist halt... Oh, Risiko, Digga, Risiko! Oh, wild. Der Big Drop war jetzt da, ne? Das war jetzt ein Big Drop, Leute. Der hat richtig reingeschallert. Und springt halt zwischendurch immer, um euren Multiplikator zu halten, weil ihr kriegt so ein bisschen Punkte für einen Sprung. Damit geht der Multiplikator nicht verloren. So, hier haben wir Stonehenge. Den nehmen wir gleich mit. Kein Problem. Haben wir direkt mitgenommen. Und nochmal hoch. Sehr gut. Und hier nehmen wir jetzt nochmal Jump mit. Boah, vorsichtig ins Ziel rein. 20.000 Reputationspunkte. Also, der Aal löppt. Steilig, kurvig, Tricks, sehe ich mich. Habe ein Referat über dich in der Schule gemacht. Man konnte beliebige YouTuber oder Filme wählen, hab dich genommen und danach hat sich jeder lustig gemacht, da ich nur kindische YouTuber schaue. Mein Gott, Vince Gras, so ist das manchmal, ne? Man, oh, was ist das denn gewesen? Man muss ja halt auch so sagen, mein Content ist ja jetzt auch nicht unbedingt, den feiern ja auch nicht alle so, ne? Und es gibt dann halt auch die Leute, die sagen so, was ist das denn für einer, ne? Ja, es ist so, muss man drüber stehen. Wenn du dich damit wohlfühlst, ist es das Allerwichtigste. Und hier nochmal. Wir haben jetzt auf jeden Fall unser Ziel erreicht.
müssen jetzt halt gucken, dass wir ballern und zwar in der Dunkelheit. Ich weiß auch nicht, warum ich hier noch eine Sonnenbrille auf habe. Aber ja, so ist das. Stark! Vorm Ziel! Nicht schlecht, Denno! Richtig gut gemacht, Bruder! Oh Mann, so ein Idiot! Ich nehme Sonnenbrille kurz ab. Ich nehme Sonnenbrille kurz ab! Oh, das war knapp. Mit 4 Leben über den Zug springen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich denke aber, das funktioniert. Dreifachen Multiplikator hier. Nochmal den Sprung gewagt. Zwischen den Bäumen durch. Zwischen den Bäumen durch. Zwischen den Steinen durch. Boah, das war richtig knapp, ne? Puhuhu. Hab eine 1 bekommen, weil meine Lehrerin deine Videos feiert. Echt jetzt? Alter, ihr seid die Besten. Ich finde schade über die, wo gelacht haben. Marian, so ist das in der Schule manchmal, ne? Meine Thumbnails bei Delete One Part, ne? Absoluter Clickbait. Wer kennt's nicht? So, eine saubere Landung. Ist auch so. Es wird auch heute wahrscheinlich wieder so ein Video kommen. Ist auch wieder, sehr stark. Ist wahrscheinlich auch wieder Clickbait. Aber so ist das auf YouTube, ne? Das funktioniert leider nicht anders. Das müsst ihr halt so sehen. Wenn man keinen Clickbait macht und es gibt leider nur noch wenig geile Games, wenig interessante Themen, dann kommen halt wenig Leute auf deinen Kanal. Also, du lebst schon, da du von YouTube lebst, lebst du von dem Clickbait, ne? Es ist einfach ärgerlich. Aber so ist es leider, so ist es leider. Und bitte, gönn. Wir haben dreifachen, es geht los. Bring the madness. Wir nehmen ihn, wir nehmen ihn. Wichtig, wichtig mit 6000 Punkten durch. Wir haben es geschafft. Easy, Leute. Sehr stark. Solide Reputationspunkte aufgebaut. Endgegnersprung, first try gemacht. Und wir können die Schwelle von schweren Stürzen jetzt nehmen. Damit haben wir mehr Druck aus dem Game genommen. Hast du Brox und Kasper abonniert? Klar. Beide. Natürlich. Warum ist die Anzahl der Abos auf privat? Seitdem kriege ich mehr Abonnenten wieder, ne? Das ist, manchmal hilft es, manchmal nicht. So, wenn wir kurz vor Meilenstein sind, würde ich sie veröffentlichen. Aber es ist jetzt erstmal eine lange Reise, ne? Es ist jetzt erstmal eine lange Reise. Seitdem wir das nicht mehr haben, entscheiden sich die Leute wieder mehr Abonnent, Teil des Kanals zu sein. Und achten, ja, die Zahl sagt manchmal schon so ein bisschen was aus, ne? Ist leider so. Da kann man nichts machen. Ist so. Die ersten 100.000 gehen recht schnell, kann man schon so sagen. Danach ist es halt erstmal auf Krampf, genauso wie der Baum hier gerade. Das war wirklich ein Krampf. Boah, scheiß drauf, Digga, ich fahr einfach. Ich fahr einfach. Boah. Ich bin gerade über ein Camp gesprungen. Kann man so machen, muss man nicht. Habe ich heute schon was gegessen? Nee. Ich habe heute noch nichts gegessen. Ich habe vorher noch mit Broxo aufgenommen. Aber ich muss nachher auf jeden Fall nochmal irgendwie was snacken, Alter. Sonst wird's echt Krise. Kennst du iCrimex? Jo. Danke, dass es dich gibt. Hätte sonst keine 1 bekommen. Luca. Kuss. Die 1, das warst nur du. 273 Zuschauer schon auf YouTube? Ey, cool. Kommt gerne rüber von TikTok auf YouTube. Ich streame dort gerade parallel. Und wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, dann kommt einfach vorbei. Macht das Plus weg so und kommt rüber auf YouTube. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Ne? YouTube ist einfach entspannter, der Chat. Was ist mit dem Horrorgame? Ja, also ich spiele mittags kein Horror. Das war ein Horrorgame gerade. Ich spiele mittags kein Horror. Natürlich nicht. Da muss Atmosphäre da sein. Oh, ich bin so doof, ey. Ich bin so doof. Wir fahren mit Full Pace rein. So ist gut. Als ob. Ich bin so ein Horst, Mann. Ich muss mich zusammenreißen. Okay. Was ist denn das jetzt? Philipp, Dankeschön für 2 Euro aus dem Superchat. Boah, komm, Bruder. Ich hasse Bäume, Smiley mit Ich bin dead. Ich bin dead! Wer spielt da noch? Er muss zum Medicam kommen, Freunde. Er muss zum Medicam kommen, ansonsten ist RIP. Ich bin dead. Ja, fragliches, wollen wir eine neue Community-Runde machen? Seid ihr down? Seid ihr down jetzt? Wollt ihr jetzt mitzocken? Zocker LP, ne? Richtig brutaler Junge. Wir können natürlich nochmal Wüste gehen. Ich muss mir mal kurz Nüsse besorgen. Es ist so warm. Könnt ihr euch nicht vorstellen, unter diesem Helm. Es ist einfach wieder wild. So. Nüsse sind da. Mandeln.
auf entspannt. Noelle, du hast was zu tun, mein Bester. Mach das nicht wieder spät abends. Wäre nice. Du kannst mitzocken, wenn du durch bist. Denk dran, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ne? So sieht's aus. Tut mir leid, dass ich gerade esse. Ich weiß, ist nicht cool, ne? Was ist denn das für ein Level? Warum ist das so nebelig? Verrückt. Stark. Alter, nicht schlecht. Den kriegt er nicht. Wichtige Entscheidung. Wichtige Entscheidung. Ganz wichtige Entscheidung. Gummibusch, Dankeschön für den Zweiermeister. Was sagt er? WASN da plötzlich los gewesen, Denno? Ich war blind. Ganz kurz. Wir sind gleich 300 Zuschauer auf YouTube. Das finde ich gut. Lass dir schmecken. Ja, ich habe ein paar Nüsse so auf entspannt, ne? Wer würde jetzt mitzocken? Wer kann jetzt mitzocken, Leute? Eins im Chat. Linas, ich habe keinen Hund. Alter, Spyro, Digga. Seit einer Woche Ferien. Das finde ich gut. Oh. Komm, Junge. JTB, Dankeschön. Herzlich willkommen in der Familie. Kuss geht raus. Und Geller Timmer aus Amerika, Junge. Das habe ich nicht vergessen. Aus Miami. Ich glaube, so war das, ne? Danke für 1 Euro. Ich habe keine Haustiere. Ja, ich weiß. Gummibusch, der Sprachbot. Er ist auch einfach lost. Ui. Ui. Franzi Boy, Dankeschön. Dankeschön. Herzlich willkommen in der Familie. Okay, wir machen eine neue Runde. Wir machen eine neue Runde. Machen wir. Ihr könnt mitspielen. Damit alle mitspielen können, müsst ihr in meine Lobby nachjoinen, okay? Ich mache jetzt keine Community-Lobby auf, damit ich Skills freischalte. Karriere Plus Session auswählen. Wüste. Ich warte auf euch. Ich warte. Ich will jetzt hier ganz viele Leute sehen. Ganz viele. Kommt rein. Kommt rein. Dann seid ihr in der Lobby drin. Oh mein Gott. Mega cool, Mann. Mega cool. Ihr könnt gleich B drücken und dann geht die Zeit von vorne los, oben rechts. Wild. Leer. Also, kurze Ansage an die TikToker. Ich werde meinen TikTok-Stream jetzt einmal neu starten. Kommt auf YouTube rüber, falls ihr Bock habt. Macht das Plus weg. Ich starte meinen Stream jetzt einmal neu. Okay? Kommt gerne rüber. Kommt gerne rüber. Oha, Franzi Boy! Dankeschön für den Fünfer! Holy moly, was geht denn hier ab jetzt? Also, wild. Liebe deine Skill Race in GTA 5. Dankeschön, das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Franzi Boy, nochmal mit dem Fünfer. Was geht hier ab? Können wir nicht noch mehr in der Lobby sein, Alter? Macht mal Arbeit.
Franzi Boy, Dankeschön. Liebe deine Skill Race in GTA 5. Doppeldono. Oh, die Mandeln, ne? Wir sind hier oben in der Oberlippe so dahinter. Oh, richtig nervig. Mm. Also, an die TikToker, ich starte meinen Stream neu. Kommt gerne auf YouTube rüber. Wir fangen hier gleich an. Kommt in die Lobby rein. Einfach Wüste auswählen, dann seid ihr drin. Wir starten gleich sofort rein. Okay. In die Lobby kommen und ja, seid einfach am Start. Vielleicht machen wir heute noch einen Stream, heute Abend, spontan, muss ich gucken. Vielleicht machen wir dann Horror. Aber jetzt wird erstmal so gezockt. Ich will mich an mehr Streamen gewöhnen, versteht ihr? So, ich werde TikTok kurz neu starten. Kommt gerne rüber, macht das Plus weg und ich bin gleich wieder am Stissel. Ich streame auf YouTube parallel, deswegen. Bis gleich. Kuss geht raus an alle, die am Start waren. So, das haben wir erledigt. Sehr gut. Ich muss das Ding einmal reinkopieren. Und dann löppt der Lachs. Wir fangen jetzt direkt an. Seid ihr alle in der Lobby drin? Wir fangen gleich an und dann gibt's hier, dann ist alles vorbei, ne? Dann ist Feierabend. Dann könnt ihr nicht mehr nachjoinen. Das wird dann sehr, sehr schwierig. So. Der TikTok-Livestream löppt. Wir machen direkt Fullgas. Oh, Baby. Wo kommt das denn her? Franzi Boy, Dankeschön für den Zehner. Ey, ganz im Ernst. Was ist da denn jetzt gerade los? Wir starten neu. Ich freue mich, dass dir meine Streams gefallen. Also Leute, let's go. Wir gehen rein. Und mit uns die ganze Crew. Oh, wow, Alter. Das war ein bisschen gefährlich jetzt. Ja, die Leute müssen auf jeden Fall gut durchhasseln. Oh, chillig. Wir müssen jetzt wirklich gut vorlegen. Und ich bin gespannt, wer alles diese Wüste packt, ne? Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir fahren jetzt mit der Community. Ihr könnt sie oben links sehen. Die ganzen Namen, die jetzt am Start sind. Der ägyptische Gott, der möchte gern Gott, ist auch dabei. Das kann ja nur Noel sein. Oh, 1900, 2000 Points und wir sind gut am Start. Jetzt hier nochmal einen schönen Drop. Und jetzt geht es los, ne, mit der Crowd. Ich glaube, die fahren mir sicherlich auch hinterher. Feier ich? Oder sie fahren ihr Game? Das ist die Frage. Ich mache ganz langsam. Ich zeige euch, wo wir hingehen. Und wow, Alter, der hat eine geile Spur auf jeden Fall gehabt. Fühle ich. Die Leute sind da schon wieder richtig wild hier am Start. Luca wieder dabei. Fego auch dabei. Niklas, Colin. Was geht ab? Schon krass. Mhm. Ich bin Elena und Marek. Oh, warte mal. Sehr gut. Sehr gut. Verbesserte Federung. Wichtig, dass wir das bekommen. Wir gehen erstmal rein. Gucken uns den Aal ganz entspannt an. Ich nehme Sonnenbrille und es geht los. Keine Superman-Flips. Tut mir leid. Hole ich direkt nach. Oh, das war ein Can-Can. Hoffe, das passt. Hoffe, das passt so. Gleich ein Double noch für dich gemacht als Wiedergutmachung. Ich hoffe, das ist okay. Und hier nehmen wir den. Oh, Baby. Wild. Ja, Mann. Der war doch clean, oder was? Über die Pyramide gesprungen. Das war mir nochmal wichtig, weil wir, sonst wären wir gestorben. Und die Leute gehen halt mit mir, ne? Die Leute gehen mit mir. Die gucken halt in den Stream, sind da und guckt euch, wie viele in dieser Lobby sind. Das ist einfach geil, ey. Ich feier's, Mann. Das macht schon Bock. Das macht schon echt Bock, muss ich sagen. So. Superman Backflip. Noch ein. Gut genommen und hier, oh, das ist, das Ding ist toll. Aber easy, clean up, rein. Läuft. Schwelle von fern stürzen, können wir mitnehmen. Bunny Hop, auch sehr wichtig. Wir gehen direkt ins Feuerlevel und wenn wir drauf gehen, dann gehen wir drauf. So sehe ich das. Leonie, Grüße gehen raus. Bitte nicht so viel nach Grüßen fragen. Für sowas werdet ihr in der Regel vom Chat rausgenommen, ne? Das ist halt nervig so, weil es geht in den Streams einfach auch primär nicht darum, dass ich Leute grüße. Und vor allem Leute, die hier random einfach drinne sind und vielleicht auch erst einmal in dem Stream. Oh, ich bin dead. Verdammt, Mann. Das Level ist auf jeden Fall nicht ohne. Müssen wir mal gucken, wie es läuft. Sehr stark. Zweifacher Multiplikator. K
kann man nehmen. Wir sind jetzt hier wieder im Film. Dreifacher Backflip. Habt ihr den gesehen? Das war wild. Der dreifache Backflip hier richtig reingegönnt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr geil. Den habe ich mir gut zugetraut. Das hier wird schwierig, aber möglich. So, wir fahren jetzt erstmal einfach unser Tempo aus, denn wir haben gerade richtig viel Tempo. So, und das Ding wird noch ganz knapp laufen, ne? So. Ich habe jetzt, ich gehe nicht so ganz auf Risiko, aber ich werde auch die Zeit hier leider nicht mehr packen. Dafür ist das Ziel einfach zu weit weg. Deswegen, wir gehen erstmal auf Punkte, schalten die richtigen Skills frei. Die sind ein bisschen mehr wert als Leben, kann man sagen, ne? So. 8000 noch drin? Sind da 8000 noch drin? Weiß ich nicht. Sehr stark. Oh, der Robot-Sound. Wild. Steil gerade. Gummibusch, ey, jetzt wo du sagst, ne? Du bist ewig dabei. Brudi, stimmt. Du bist ewig dabei. Wir müssen Bremsen auf jeden Fall mitnehmen. Das brauchen wir für die Tricks. So, hier nochmal hoch. Pass auf, der Sprung wird geisteskrank jetzt. So, da unten. Dreifacher. Wir haben den Triple gemacht. Sind immer noch im Film. Immer noch im Film. Es geht hoch. Und wir schließen mit 8300 Punkten die Road erstmal ab. Ich denke, wenn es gut läuft, kriegen wir jetzt hier noch entspannte, weiß ich nicht, so 10.000 Points sollten wir auf jeden Fall noch hinkriegen, ne? Dann haben wir auch schon 27k. Nächster Skill ist schon freigeschaltet. Sehr gut. Wichtig. So, 500 Points. Wir müssen halt rauskitzeln. Am Anfang muss man halt dafür sorgen, dass man in der Wüste fast alle Power-Ups freischaltet. Wenn ihr es richtig macht, habt ihr in der Wüste auch weniger Kurven. Das ist okay. Gefahrenzone wird jetzt interessant. In der Gefahrenzone müssen wir uns zusammenreißen. Wie heißt das Game? Descenders. Alter, die Leute antworten mittlerweile schon automatisch, Digga. Ich habe auf TikTok einfach die Chat-Army. Ich freue mich, ne? Ich freue mich. So. Gib ihn, Alter. Leute, jetzt wird's krass. Locker bleiben, chillig bleiben. Hier hoch. Sehr gut. Vorsichtig, vorsichtig. Vorsichtig. Wir müssen die Strecke vorsichtig mitnehmen. Wir bauen hier zu viel Pace auf, ne? Wir bauen hier zu viel Pace auf. Oh! Dass wir den überlebt haben, war sehr wichtig. Gefahrenzone kostet halt. Kostet enorm. 7600 Punkte. Haben wir nicht so effizient genutzt, aber ja. So. Hoch jetzt. Vorsichtig, vorsichtig. Rein und sind drin. Oh, was kommt da? Oh, Baby. Okay. Franzi Boy! Nochmal mit einem Zehner hier am Start. Was? Das reicht für heute mit dem Spenden. Dankeschön, Franzi. Es reicht. Ey, Leute, schreibt mal ein bisschen Liebe in den Chat, ne? Ich will die Herzen sehen. Ich will die Herzen sehen. Dankeschön. Heute genug donated. Reicht auch. Vielen, vielen Dank, Franzi. Ein dickes Küsschen an dich. So, wir sind jetzt im Helm-Level und ich habe das Gefühl, dass die meisten schon RIP sind, denn ich sehe keinen mehr in meiner Lobby. Das ist halt die Frage, ne? Vorsicht. Okay, 2500 Points haben wir.
Sehr stark. Und jetzt vorsichtig. Nochmal hoch. Double. 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 Wir haben den Double gemacht. Digga, ich mache einfach auf Helmbasis ein Double, ne? Guck mal, wie schnell ich unterwegs bin, Alter. Das ist doch schon wieder geisteskrank. Weißt du, wie ich meine? Dieses Gefühl in der Wüste kannst du nur aufbauen, wenn du ein Ägyptischer bist. Ach so, an die TikTok-Mods. Die Leute, die hier reinschreiben, so, keine Ahnung, irgendwas gespendet oder sowas. Mach die gleich weg, ne? Kannst gleich erstmal ein Timeout geben. Danke. So, Stabilität haben wir. Medicamp nehmen wir erstmal mit. Wir bauen jetzt ein paar Leben auf. Und dann wird... Die Road wird richtig chillig, Mann. Die wird richtig chillig. Wir gehen mal andere Perspektive. Puh. Wild. Ey, die Perspektive sieht geil aus, Leute. Eins in Chat, wer es fühlt. Schade. Okay, ich muss doch mal wieder ein bisschen auf Standardbasis fahren. Warte mal. Wir müssen das nochmal wiederholen. Wir dürfen nicht bremsen. Also, weg vom Bremsknopf. So. Vorsicht, Vorsicht. Sehr gut. Chillig bleiben. Ah, boah, da mussten wir kurz kämpfen. Wichtig ist, du darfst keine brutalen Sprünge machen, wenn's immer so... Das sind Serpentinen hier, ne? Das sind so Serpentinen. Da muss man wirklich schauen, dass man da ganz clean rüberkommt und nicht zu doll macht. Sowas hier. Kein Double, weil das wäre zu doll gewesen. Der Double an der Stelle wäre jetzt einfach zu heftig geworden. Wir können auch mal ein 360 mit einbauen, Leute. Und ein zur anderen Seite hin. Und hier nochmal den. 7500 Punkte. Leben bekommen. Dadurch, dass es ein Medicamp ist, noch ein Leben gekriegt. Pumpstärke. Und wir sind gut davor. Wir machen aber einfach weiter. Wir werden die Wüste auf entspannt zocken. Und das Game heißt Descenders. Guckt euch den Sonnenuntergang an. Eins in Chat, wenn der krass ist. Wir sollen Beschleunigung nicht loslassen. Kein Problem. Gebe ich dir so. Beschleunigung nicht loslassen. Okay. Kann er haben. Kann er haben. Kann er haben. Ja, aber die Map gibt jetzt hier nicht so viel her, auf jeden Fall. Ist noch zu wenig Tempo drin, zu wenig Hügel. Wir können nicht so viel Tempo aufbauen. Oh, verdammt, da habe ich mich verkalkuliert, ey. Das war einfach zu wenig Tempo, ne? Zu wenig Flug. Schade. Ich sehe nur noch, krieg hier tausende von Follows wieder rein, während ich die Senders zock. Ich freue mich, dass euch das Format so gut gefällt, ne? Einfach schön. Wenn irgendwas auch mal funktioniert. Gerade auf TikTok, Leute. Ich stream nebenbei auf YouTube, müsst ihr wissen. Das ist so die Plattform, mit der ich mein Geld verdiene. Mit der ich das hier überhaupt machen kann. Und natürlich auch, wenn so Leute oder jetzt wie Franziboy hier natürlich auch ein paar Donuts in Stream pfeffern. Aber mit denen rechne ich halt nie. Deswegen also, falls ihr mich supporten wollt, dann kommt gerne auf YouTube. So. Drei Leben. Also, ich sag mal so. 5, 6 brauchen wir auf jeden Fall. Punkte fahren wir hier rein und haben wir auch wieder gut gemacht. Wir gehen weiter in Steilrennen. Soll ich eigentlich mal öfter streamen, Leute? Mittags und abends? Noel. Echt, durch die gelben Upgrades kann man mir nicht mehr hinterher joinen. Was ist das denn für ein Scheiß? Was ist das denn für ein Scheiß? Hä? Als ob. Was ist das denn? Och Leute, Alter, das ist doch Kacke, oder was? Ja gut, so ist es dann halt, ne? Danke für die Info. Beim nächsten Mal nehme ich keine gelben Upgrades mehr. Aber es wird dann irgendwann auch soweit sein. Ich habe das halt auch schon mal gesehen. Es gibt auch viermal gelbe Upgrades. Dann wäre ich ja spätestens da komplett RIP. Spätestens da. Ich muss dir kurz sagen, bin neu auf YouTube. Dann heiße ich dich herzlich willkommen. Und ich sage es dir, es ist mir eine Ehre, dass du extra wegen mir auf YouTube gekommen bist, Rimbull. Dankeschön.
Voll gut. Ich habe ihn anscheinend überzeugt, Leute. Mega nice. So 6000 Punkte. Ja, YouTube ist halt so, ne? Wenn man es nicht kennt, genauso wie Twitch, wenn man Twitch nicht kennt, das ist immer Gewöhnungssache. Genauso wie ich damals von TeamSpeak auf Discord gejoint bin, war für mich Discord erstmal so, wie ich gesagt habe, boah, aber Discord ist eigentlich, ist eigentlich schon viel, viel chilliger. Oh, was ist das hier? Und runter. Es ist Nacht, wir fahren die Wüste komplett zu Ende. Wir nehmen am meisten Rap-Punkte mit, wie geht. Erstmal gucken, wie es zuschauertechnisch bei YouTube aussieht. Wir sind so an die 300 und das ist recht solide für einen Nachmittag, würde ich sagen. Ne? Oh. Tripack, mein Bester, herzlich willkommen in der Familie zurück. Wurde auch mal wieder Zeit. Da ist die Goldkrone. Auf chillig. Dankeschön. Ich hoffe, dir geht's gut. Lange nichts mehr gehört. Du warst ewig nicht mehr im Stream. Oh. Vorsichtig, Leute. Vorsichtig. Oh nein. Der Sprung war zu hart. Ich muss die Sonnenbrille ablegen. Nachts einfach Wüste zu zocken, ist ekelhaft. Ist ekelhaft. Vorsichtig. Vorsichtig. Was irgend... Christian Häusler! Was zur Hölle? Holy shit, Alter! Da knallt der einen Roten raus! Hashtag CH in die Kommentare! TikTok, ich zeig gleich, was passiert ist. 100 Schweizer Franken! Christian, vielen, vielen Dank! Was? Das kann nicht wahr sein! Das kann nicht wahr sein! Ihr müsst es sehen. Ihr müsst es sehen, Chat. Ich weiß, das könnt ihr nur sehen, wenn ihr auf YouTube seid. Das könnt ihr nur sehen, wenn ihr auf YouTube seid. Meine Maus ist aus. Ich muss die einmal ganz kurz anschließen. Digga, guckt, was passiert ist. Ich zeig's euch. Desktop geht an. Christian, ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Vielen, vielen Dank. Ich will jetzt, pass auf, ich mach den Bunker auf. Bei sowas mache ich den Bunker auf, wenn es ein roter ist, Freunde. Wenn es ein roter ist. Oh. Ah. Cool. Es gibt neue Einstellungen. Bunker ist offen. Let's go. Nur noch Abonnenten dürfen in den Chat schreiben. Digga, das bleibt jetzt die Standardeinstellung. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Vielen, vielen Dank. Jetzt dürft ihr spammen. Hashtag CH für Christian Häusler. Dankeschön, mein Bester. Der bleibt da jetzt eine Stunde kleben. Also ich stream mindestens noch eine Stunde. Mindestens. Ich will hier Hashtag CH sehen und keine Highs. Sonst reiße ich euch den Ass auf. Dankeschön. Ey, die arbeiten an den Alerts. Ich habe schon geredet mit denen. Die arbeiten an den Alerts, Leute. Die Schweizer Franken sollen implementiert werden bei Tippy Stream. Ich bin schon drüber. Oha, Junge, guck, wie es abgeht, Alter. Das ist mein YouTube-Chat. Genau so, das ist er. Den fühle ich anders, den fühle ich anders. Echt cool. Freunde, nice. Wir machen langsam Modus wieder rein. Christian, guck dir den Applaus an. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Adrian Glückstadt, ich sehe hier gerade, du hast 1 Euro donated. Dankeschön, Adrian. Und ich aktualisiere das Donogol, ist klar. Alter, Jochen Müller, vielen, vielen Dank für den Fünfer. Es reicht, Freunde. Bitte. Digga, was ist denn hier los? Jochen Müller, vielen Dank. Was ist denn hier los? Ja, ich sehe es auf TikTok. Die machen gerade wieder richtig Welle. Dankeschön, Leute. Vielen, vielen Dank. Und ich muss einmal ganz kurz die Desktop-Quelle rausnehmen. Super gut. So, wir machen weiter. Wir spielen die ganze Wüste zu Ende und dann hustlen wir straight durch. Der 250k Rap Run, der wäre natürlich auch wild, aber ich glaube nicht, dass wir den schaffen. Dafür müssten wir zu viele Maps zocken und wären zu hart am Ass, sag ich mal. Oh, das Ding wird krass. Das wird... Nein, nein, nein. Oh, ich hab's überlebt. Wichtig ist, dass man ruhig bleibt, ne? Nicht großartig lenken dann, weil der Sprung war jetzt eigentlich schon zum Tode verurteilt. Aber ja, hat geklappt.
Wir waren noch nicht schnell genug, um zu sterben. ...5000 Punkte. Wir müssen hier ordentlich was rausholen. Selbst meine Batterie wird bald leer sein. Wir gehen dann später zum Endgegnersprung, aber wir zocken jetzt die Wüste erstmal durch, weil ihr seht schon, ich habe 68.000 Reputationspunkte und hier in der Wüste kann man schon so einiges klar machen, ne? Weil hier die Stunts einfach super gut funktionieren. Digga, Christian, bist du eigentlich weich? Christian, eine Frage. Christian ist Schweizer. Wie war Schweiz gegen Frankreich gestern für dich? Soll ich dir was sagen? Ich saß im Wohnzimmer, okay? Abends, 23:30. Schweiz gewinnt. Ich bin ausgerastet. Ich habe die ganze Bude zusammengeschrien. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich habe mich so gefreut, weil ich Frankreich nicht mag. Ich sag, wie es ist. Digga, die waren so abgehoben. Die gehen zum Elfmeter. Keine Emotion, gar nichts. Kommt da dieser Pogba und macht diesen. Und ich so, Mbappé. Digga, der verkackt ihn jetzt. Der verkackt ihn, Digga. Und er verschießt ihn, ja. Oh, geil. Ich habe mich gefreut, Alter. Einzelchat wäre auch... Das war super gut. Frankreich ist ein schwieriger Gegner, für Deutschland weniger. So muss man sagen. Aber jetzt Schweiz gegen Spanien wird sehr, sehr krass. Ne? Also ich glaube nicht, dass die Schweiz das überlebt. Spanier einfach sehr solide, kommen auch immer übers Late Game, die Spanier. Ne? Am Anfang sacken die so ein bisschen, aber ich hoffe nicht, dass Spanien die EM macht. Würde ich blöd finden. Ehre, spielst Xbox, nee, Digi. Ich spiele auf dem PC, aber Xbox-Controller liegt einfach besser in der Hand, Brudi. Tom. Ich kündige. Warum kündigst du? Caro. Warum kündigst du? Oh, vorsichtig. Beschleunigung nicht loslassen. Wir farmen aktuell noch ein paar Leben dazu. Ist entspannt. Muss oft denn nur. Silberwolf, kein Problem. Ich wünsche dir was. Kuss. Ich heiße wie der Torwart von der Schweiz. Wie denn? Jan Sommer. Oder wie heißt der? Ich weiß gar nicht. Sommer auf jeden Fall. Der hat gestern brutal gehalten. Richtige Katze. Also auch in der Nachspielzeit so, da ging er richtig bei dem rein, ne? Muss man schon sagen. So, ich würde die 50 Sekunden versuchen durchzugrinden, weil wir die Leben auch brauchen. Bringt ja nichts, wenn wir richtig viele Rep-Punkte farmen und dann kommt da nichts bei rum. Jochen Müller, Dankeschön für den Euro. Kuss. Meine Dono-Alerts gehen erst bei 2 Euro los, nur zur Info. Na, falls ihr euch wundert. Jan Sommer. Alles klar, Christian. Vielen, vielen Dank. Und hast du dich gefreut? Ich hab's eben nicht gesehen, Christian, im Chat. Hast du dich gefreut? Doch, ne? Hast du. Ich hab's gestern gehört. Er hat mir geschrieben. Er so, ja, ja, ja. Jawohl. Ich dachte, so geil. Nichts gegen Mbappé. Auf keinen Fall. Natürlich nicht. Trotzdem, gut, dass er verschossen hat. Muss ja auch mal wieder runterkommen, der Junge, ne? Frankreich draußen. Mbappé und Pogba sind Ehre. Nee, Digga. Also Pogba finde ich nicht so sympathisch, Mann. Bin ich ehrlich. Sportlich ist Frankreich, glaube ich, mit einer der besten Mannschaften der Welt. Da kann man sagen, was man will. Aber vom... Ich bin immer so... Es muss sympathisch sein. Und ich finde sympathisch zum Beispiel, mega sympathisch, Thomas Müller. Eiskalter Killer ist auf meiner Map. Wie kommt der hier denn rein? Der hat anscheinend alles ausgewählt, so mäßig. Ja, das Ding fahren wir so durch, ne? Würde ich sagen, Freunde, hier machen wir kurz auf entspannt. War damals immer PlayStation-Kind, aber Xbox-Controller sind krass. Ja, ich sag dir auch ehrlich, die PlayStation-Konsole ist einfach auch um einiges geiler als eine Xbox. Aber ich finde, die PlayStation-Controller, die halten zu wenig aus. Wenn ich da einmal reinbreche, die sind sofort kaputt. So, hier nochmal entspannte Punkte reingefahren. Man sieht's und ich guck mal, wo jetzt noch Potenzial ist. Hier, Flachkurvig-Tricks könnte man nochmal machen. Bist einfach der beste YouTuber, finde, du gibst dir immer richtig Mühe und bei fast jedem Stream am Start. Mach weiter so, Gisa, dankeschön. Habe ich irgendwas verpasst oder warum schon so früh am Stream? Fabi Digi, heute mal, ich habe heute einfach mal Bock gehabt, weil ich gesehen habe, dass meine Zuschauer ab 13 Uhr auch recht aktiv sind auf YouTube. Und wie man sieht, ja, sind sie. Ich feiere bei Frankreich, Mbappé und Conte. Ja, ja, mal auf jeden. N'Golo, Alter, der hat gestern gut reingebuddert, ne? Der hat gut reingebuddert. Die werden auch nicht müde. Die sind alle schwarz. Die können rennen, was das Zeug hält. Und das macht die französische Mannschaft so heftig. Und man muss auch sagen, der Mbappé, das wird
Das wird der nächste Weltfußballer, ne? Der ist so jung und hat so einen heftigen, so eine heftige Karriere schon hinter sich. Das ist einfach geisteskrank. Und was der für ein Tempo hat, ne? Da kann man sagen, was man will, aber der wird irgendwann Ronaldo ersetzen. Gehe ich sehr stark von aus. Man weiß aber auch nicht, was das jetzt gestern mit dem Elfmeter, ne? Was das mit ihm macht. Ich war ganze Nacht wach. Warum? Bro. Thomas Müller, bester Mann, ne? GTA Shish, safe. So, rein. Wir haben hier nochmal, hier können wir nochmal geile Stunts machen. Sehr gut. Chillig bleiben. So. Und hoch. ...5000 Punkte mitgenommen. Wir kriegen ja tatsächlich 100.000 Reputationspunkte locker hin. Der Endgegnersprung, wenn alles gut läuft, dürfte uns ungefähr 8.000 bis 10.000 bringen. Die haben wir auf jeden Fall schon mal sicher. Und Favela geht auch richtig gut. Let's go. Österreich hätte gewonnen. Bist du nur auf TikTok live? Superloco back? Nein, ich bin auf YouTube live. Hauptsächlich. TikTok mache ich halt nebenher, ne? TikTok läuft nebenbei. So, nochmal hier hoch. Gleich geht auch das richtige Gameplay los. Das ist jetzt momentan so eine kleine Farming-Phase, kann man sagen. Oh, der wird heftig. Vorsicht, Vorsicht. Oh mein Gott, ich habe mich überschlagen. Wie doll war das denn gerade? Och nö. Vorsicht. Der wird noch krass. Vorsicht. ...4000 Punkte. Okay, da kann man mit arbeiten. Das ist okay. Das ist echt okay. Wir haben gleich 100.000 Reputationspunkte. Das schmeckt schon mal. Und mal sehen, wie weit wir kommen. Kurvig, eine können wir noch. Bist du Deutscher oder sonst noch was? Ich habe türkische Gene drin. Ich helfe auch, dass Deutschland gewinnt heute Abend. Christian Häusler, Digga, was machst du? Willst du die bestechen? Ja, Mann, hey, mach bitte. Ich habe da gar keinen Stress mit. Ich werde so abgehen heute. Ich werde wieder in der Bar sitzen. Wir machen immer so Bar, Leute. Sitzen dann immer so in der Bar und dann... Oh, Vorsicht. Jawohl. Wichtig, dass wir den Leben nochmal freigeschaltet haben. Und jetzt nochmal einen schönen Sprung. Ja, also mit 5000 müssen wir immer mindestens rausgehen, ne? Das ist Mindestanspruch auf der Map. Wir sind jetzt aber auch bei 12 Leben. Heißt, wir haben genug, können da richtig was machen und das ist super gut. Wir werden den 250.000 Rap Run heute auf jeden Fall probieren. Ich werde gucken, dass wir den irgendwie machen. Und ich bin auch gespannt, ob es dann nachher das Lux-Item letzten Endes gibt. Aber es soll ja so sein. Bei 250.000 Reputationspunkten kriegst du auf jeden Fall ein legendäres Item. Und... jetzt die Frage, Chat, da brauche ich eure Hilfe. Wann fängt heute das EM-Spiel an? 18 Uhr. Wir könnten automatische Flugkorrektur oder Drehgeschwindigkeit nehmen. Mit der Drehgeschwindigkeit hätten wir bessere Möglichkeiten, Tricks zu machen. Aber da die Wüste jetzt fast durchgespielt ist, weiß ich nicht. Ist trotzdem aber gut. Mit der Flugkorrektur könnten wir die Endgegnersprünge besser hitten. Was sollen wir nehmen? Eins oder zwei? Eins oder zwei? Schreibt gerne in den Chat. Eins oder zwei, was nehmen wir von beiden? Ich bin mir unsicher, sonst würde ich nicht fragen. Was sollen wir nehmen? Also YouTube-Chat kann ich euch ja mal kurz mit einblenden. Passt auf, ich mache eine Abstimmung auf YouTube. Wir machen eine schnelle Abstimmung. So, Community wird gefragt, können jetzt hier im YouTube-Chat abstimmen. Wir schauen mal rein, was das so wert.
hier, falls ihr mit abstimmen wollt, Leute, der Chat ist einfach, es ist zu doll, ne? Dann kommt gerne auf YouTube rüber und dann könnt ihr gerne mit abstimmen. Wäre auf jeden Fall sehr chillig und ja, gucken wir dann halt einfach, wie es läuft. Ganz, ganz, ganz klare Meinung hier. Die Leute sind für ein Einser. Die Leute sind für ein Einser, ne? Die Leute sind für ein Einser. Na gut. Okay, Abstimmung. Brauchen wir nicht weiter machen. Let's go. Musik wird heftig. Flugkorrektur. Nehmen wir. Jede Punkte auf der Wüste mitnehmen, die wir können. 5000 Punkte sind viel. Das wird nicht mehr Standard sein auf den nächsten Maps. Denn da müssen wir uns konzentrieren, dass wir ein gutes Spiel machen. Und ich bin auf dieser Map natürlich gut eingespielt. Deswegen nehmen wir alles mit, was geht. Stark, stabil. Oh, wow. 720 kurz gemacht. Das war eine zweifache Umdrehung. Oh, Baby. Der muss wild kommen. Jawohl. 5000 Points. War nochmal wichtig, dass wir hier gefahren sind. Finde ich gut. Ich bin auch mal gespannt, was passiert, wenn wir wirklich alles von einer Map durchgezockt haben. Weil das habe ich nicht gemacht. Stell mal vor, der Endgegnersprung verändert sich dann. Das wäre so cool, Mann. Hab noch nie alle Teile einer Map durchgezockt. Noch nie. Immer mal so eins übrig gelassen oder so. Aber noch nie durchgezockt. Das Ding fahren wir jetzt einfach durch. Wir haben 108.000 Reputationspunkte. Wenn es gut läuft, gehen wir mit 125.000 raus. Und können dann die restlichen Maps einfach easy zocken, ne? Also sag mal so, 200.000, man kriegt noch 20.000, glaube ich, plus, wenn man Bonus-Map gezockt hat und darüber gesprungen ist. Heißt also, wir bräuchten nur 230.000. Wäre okay. Wir können ja einfach echt mal probieren, den heftigsten Run aller Zeiten zu spielen, ne? Wer wäre dabei? Wer wäre down dafür? Habt ihr heute Zeit? Bist du der von TikTok? Nee, Digga. Ich bin der von Twitch. Nein, ja, du bist doch gerade auf TikTok. Was ist das für eine Frage? Ach Leute, ihr seid manchmal so süß, ey, ganz ehrlich. So, hier nehmen wir auch nochmal mit. Albert, tu mir einen Gefallen, ne? Für mich, ich gebe dir Feedback. Ich erwarte von dir auch Feedback, wenn irgendwas im Stream nicht geil ist. Aber dein Name, Digga, der ist so lang, dass man deine Nachrichten schlecht lesen kann als Streamer, ne? Bitte änder den. Mach den bitte ein bisschen kürzer, Albert. Bitte ein bisschen kürzer. Danke für die ganzen Follows, meine Freunde. Kommt gerne auf YouTube rüber und entspannt euch in dem Stream. Wo ist eigentlich mein YouTube-Chat? Ich sehe es nicht mehr. Der YouTube-Chat ist weg. Oh mein Gott. Oh, verdammt. Ich muss den einmal gleich wieder herstellen. Ich sehe den nicht mehr. Leute, ich wundere mich schon. Ich wundere mich schon. Wo ist der, ne? Knappe Zeit. 3, 44. Wir haben's. Leben bekommen. Ultra knapp gewesen. Wo ist der YouTube-Chat? Ach, da oben. Hey, ich wundere mich schon, ne? Wo ist der blöde Chat hin? Letzte Map. Letzte Map wird gespielt. Wie bekommt man Lux? Du hattest ihn zugemacht. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Du hast recht. Warum bin ich denn so ein Losti? Alter, Gummibusch, es tut mir leid. Wo sind wir bloß hier? Ihr seid auf YouTube. So, chillig fahren, ne? Wir fahren jetzt erstmal auf geschmeidig. Erreiche das Ziel ohne zu bremsen. Blackfire, herzlich willkommen in der Familie. Guck in den Chat rein, die Leute begrüßen dich schon. Das ist hier nämlich ganz normal. Dankeschön. Thorsten Entgeltmeier, 5,43 Euro, vielen, vielen Dank. Thorsten, dankeschön. War nicht nötig, aber moin. Ich freue mich. Der professionelle Streamer. Ich will gar nichts hören. Er schreibt einfach Moin rein. Ja, ich fühl den Beat momentan nicht. Wir brauchen gute Musik. Seid ihr bereit? Es geht zum Endgegnersprung. Hey.
in den Chat. Wir gehen rein. Das wird krass für mich, denn durch die Brille kann ich nahezu nichts sehen. Nahezu nichts. Okay, wir haben genügend Punkte. Seid ihr bereit? Wir gehen rein. Clean, Baby, clean. Guck dir an, wie wenig du durch die Brille siehst. Guck es dir an, Expertenmodus. Guck. Gar nichts. Null. Du siehst nichts durch die Brille. Clean. Das sind die wilden Vibes, Digga, die hier in dem Stream immer entstehen. Ganz krass. Ganz, ganz krass, Leute. Ganz krass. Also, das Ding haben wir clean durchgemacht. Wir sind jetzt drin. Mit 125.000 Reputationspunkten starten wir rein in den Dschungel. Let's go. Stabil. Wir sind weiter am Start und es geht hoch. Rein in die Olga. Pass mal auf. Lockeres Ding. Leben geklärt. Wallride mitgenommen. Wir sind auf dem dreifachen Multiplikator. Und wir müssen jetzt halt für Punkte gehen. Ne? Wichtig ist, dass wir mit mindestens irgendwie so 2.000, 3.000 Punkten schon immer raus sind. Ja, ja, Vorsicht, Vorsicht. Und hoch. Chillig. 2.000 Punkte, das ist erstmal Minimum. Ne? Boah, die Mucke ist heftig. Leute, die fühle ich anders. Einer meiner Lieblingstracks zu Descenders. Damit kannst du Focus spielen. Ich sag euch, wie es ist. Was war denn das gerade für eine kranke Geschichte? Habt ihr es gesehen? Wild. Einfach wild. Oh. Puh, wann kommt wieder BMG? Ich glaube Mittwoch. Wild. Zwei saubere Landungen schaffen. Ich scheiß jetzt erstmal auf Leben. Wir haben 18 Leben, ne? Oh, der wird hier krass, der wird hier krass. Da müssen wir vorsichtig sein. Guckt euch das an. Direkt 2000 Punkte. Es läuft ganz gut. Es läuft bis hierhin, läuft ganz gut. Oh, der war wichtig. Der war sehr wichtig, dass wir den gehalten haben. Und wir springen wieder rein. Hier können wir ein Double machen. Ganz locker. Springen runter und wir kriegen richtig Punkte rein. Jetzt, wo wir uns anstrengen, da kann man schon mal ein bisschen auf jeden Fall. 3000 Points haben wir schon. Das ist eigentlich ganz gut. 3,6. Wir gehen weiter runter. Ich gehe auf 4000 hoch. Nochmal einen Jump mitnehmen. Wichtig. 4,5. Oh, Baby. Das hagelt rein. Ich finde die Mucke richtig geil. Gönnt ihn euch. Ist einer meiner Lieblingstracks. Safety first. Das lobe ich mir. So, 6 Sekunden in der Luft sein, gar kein Problem. Vorsichtig, vorsichtig. Wir lassen uns runter katapultieren, denn gibt Punkte, wenn wir schnell fahren. Oh, was für ein Gefahrenzeichen. Kenne ich nicht, meine Freunde. Kenne ich nicht. Ich kenne keine Gefahr. Ganz im Ernst, ich kenne keine Gefahr. Hab nichts gesagt. Oh je, oh je. Ich hab nichts gesagt. Ich will nichts hören. Ich will nichts hören. Jetzt, der Beat Drop. Gönnt ihn, gönnt ihn. Wild. Und hier nehmen wir einen heftigen. Oh, Baby. Trotzdem noch mit 2500 Punkten sind wir hier am Start. Ah, 100. Ist okay, ist okay. Feuerlevel direkt durchspielen.
Du bist die Gefahr. Oha, seit wann so früh? JPBMB, Digga, ich hatte heute einfach Bock. Doppelter Rückwärtssalto, krieg ich hin. Ziel ist es, einen doppelten Rückwärtssalto zu machen. Das krieg ich hin. Digga, habe ich eine Spinne an meiner Hand? Eine Spinne an meiner Hand? Irgendwas ist da gerade ganz komisch. So, warte mal. Boah, wild. Autsch. Muss kurz gucken. Hier sind Haare. Warum sind hier Haare? Was ist das? Da war so ein langes Haar gerade unter meinem Tisch. Also hier ist jetzt keiner unter meinem Tisch, ne? Nicht, dass ihr jetzt... Also Leute, nicht, dass ihr jetzt irgendwas denkt. Ja, genau, so sehe ich aus. Dann könnte ich auch noch so spielen, Leute. Mhm. Ja, ja. Okay. Caro, das war klar. Du bist gleich wieder die Erste, die drauf einsteigt. Hätte ich auch nicht anders erwartet von dir. Ne, das ist meine treue Moderatorin. Immer versaut am Denken. Wer kennt's nicht? Oh, Junge, das ist zu toll! Oh, nein! Ja, die Map hat's in sich. Die Map hat's in sich. Das ist halt ein Feuerlevel, ne? Wir sollten bei Feuerleveln... Notiz an mich. Denkt bitte mit dran, Chat. Bei Feuerlevels sollten wir kein Risiko eingehen. Die sind einfach zu schwer dafür. Denno, ich gebe dir Support unterm Tisch. Ihr seid so behindert, Alter. Ja, ich sag mal so, ne? Also, du wärst da schon für gebannt, aber im Endeffekt so... Wer hätte da mal nicht Bock drauf, ne? Oh, Baby, warte. Jetzt müssen wir uns konzentrieren. Wir müssen uns konzentrieren. Ich schwitze auch wie Sau. Aber einen Taui müssen wir schon machen. Taui müssen wir schon machen. Boah, wichtig. Leben wieder zurückgekriegt, also nur eins verloren. Chillig. Können wir ein bisschen leiser machen? Passt dann schon. Passt dann schon. Wer weiß. Ja. Die Leute, ne? Wenn ich das hier schon wieder im Chat sehe, da denke ich mir auch, Alter. Ihr seid wieder richtig pervers unterwegs, ne? Wir sollen 720 machen. Okay, warte mal. Nö, hier nicht. Hier nicht. Ich fahre direkt runter und mache hier gleich den Baumhaus-Move. Sehr gut. Wir haben uns schon mal warm gespielt. 1000 Punkte sind auf dem Dreifach-Multiplikator. Das schmeckt. Hier vielleicht ein 720? Weiß ich nicht. Gucken wir. Geisteskrank. Geisteskrank. Tot. Als ob. Ich will gucken, was passiert. Wie viele Punkte kriegen wir jetzt? Wir haben 140.000, heißt 142.000. Ich setze jetzt zurück. 142.000! Da kannst du ja auf jeder Map grinden. Oh mein Gott, ist das billig, Alter. Wer spielt so, ganz im Ernst? Wisst ihr, was ich meine? Du kannst ja, wenn du auf einer Map in der Wüste gut Punkte machst, kannst du jederzeit wieder backsetten und immer wieder Punkte holen. Wie dumm wäre das denn? Also, derjenige, der so spielt, hat keine Ehre. Ich sage euch, wie es ist. Der hat keine Ehre im Leben. Der hat keine Ehre. Ist meine Meinung. Der hat keine Ehre. Hat er nicht. Das ist doch Much oder was? So, runter. Wir haben den 720 immer noch nicht gemacht. Ah, das ist ärgerlich. Egal, wir müssen damit so jetzt erstmal klarkommen. Ist dann so. Gefahrenzone nehmen wir mit. Wo kann man das Spiel downloaden? Bei Steam oder Xbox? Sicherheit geht vor. Sicherheit. Schön. Tabletop gleich Dreifachmultiplikator. Schmeckt. Schmeckt auf jeden Fall. So, vorsichtig. Bisschen an Tempo gewinnen. Und jetzt. Double. Weiter geht's. Wir sind im schnellen Tempo. Wir sollen den 720 machen. Den 720. Kein 420 Blaze It, sondern 720. Ich guck mal. Schaffen wir nicht, ne? Wir haben keine Rampe mehr dafür. Scheiß auf den Leben, wir haben 19, Alter. Die Punkte sind wichtiger. Die Punkte sind wichtiger, Freunde.
Ich bin aber auch so gut drauf mittlerweile. Ich denke, das läuft. Wie heißt das Spiel nochmal? Descender. Wir sollen schon wieder einen 720 machen. Okay, ich mache ihn direkt. Digga, das ist mir nicht... Mann, verdammt, wir haben ihn nicht hingekriegt. Nein! Och komm, den will ich nochmal machen. Einfach fürs Feeling. Einfach fürs Feeling. Oh. Oh. Ich wollte ihn doch fürs Feeling machen. Dann mach ich jetzt halt einen anderen. Och, ist das ärgerlich, ey. So viele Leben gerade verbockt. Einfach nur, weil ich das... Kennt ihr das? Wenn man es fürs Gefühl macht, ne? Oh, das ist ärgerlich jetzt. Schade. Egal, wir brauchen die Leben sowieso nicht. Ich mach gleich First Try. Endgegnersprung, First Try. Dann haben wir eh wieder drei Leben ahead. Also macht euch keine Sorgen. Mann! Ah! Ätzend, ey. Wir hätten einfach nur springen sollen. Das wäre die... Aber ich wollte diese 500 Extra-Punkte. Ärgerlich. Ey, danke für die ganzen Follows, Leute. Ich sehe schon wieder, es kommen sau viele rein. Einfach vielen, vielen Dank, dass ihr in dem Stream dabei seid. Gerne das Plus wegmachen, falls ihr mehr von diesem Game sehen wollt. Und die absoluten OGs kommen sowieso auf YouTube rüber. Und ich glaube, heute schaffen wir auf jeden Fall den nächsten Tausender an Abonnenten. Also den nächsten Tausender auf YouTube. Oh nö, ich hätte gern Leben. Wir haben nur 14. Das heißt, ich gehe jetzt... Och Mann, immer diese Checkpoints, ey. Das können die sich echt sparen. Das können die sich wirklich sparen. Ich brauche die nicht. Genauso wie ich das hier auch nicht brauche. Oh, der ist gut, der ist gut. Gibt gut Points. Aber anscheinend haben wir nichts bekommen. Wir hätten einfach die Rampe mitnehmen müssen. Laut deren Meinung. Und tschüss. Oh, das Fahrrad hat uns gesaved. Wichtig. Und wir gehen direkt wieder in Punktemodus rein, damit wir den dreifachen Multiplikator halten. Denn das ist halt das Schwierige, ne? Wir müssen diesen dreifachen Multiplikator immer holen. Immer holen. Oh, mein... Verdammt, meine Schulter, meine Hüfte kratzt. Boah, es kratzt. Ich muss mich kratzen, Leute. Verdammt. Oh, oh, um Gottes Willen. Mein Arsch, war ein Witz. Puh. So, haben wir eigentlich das Medicamp schon durch? Ja, haben wir. Na gut. Wie viele Reputationspunkte haben wir? Ich habe insgesamt schon fast 5 Millionen. Wie krass. Alejandro, ich mache weiter so, versprochen. Wir gehen auf den heftigsten Run, den wir je hatten. Es kann sein, dass das heute wirklich mal der 250k-Rep-Run wird. Ne? So, hier gehen wir hoch. Dreifach-Multiplikator mitnehmen. Wichtig. Der ist direkt da. Der ist direkt da. Mit dem Wheelie behalten wir uns ein paar Punkte bei. Denn das wäre sonst hier mit dem Table ein bisschen eklig geworden. Hier jetzt aufpassen. Einfach nur ein Double riskieren. Das war's. Mehr gar nicht machen. Der Double reicht schon. So, jetzt ein bisschen Pace. Boah, das war richtig knapp. Hätte ich nicht gedacht, dass ich den so easy durchziehe. Vorsicht, bisschen bremsen. Wichtig, ne? Wichtig, wichtig, wichtig. Ach, wir sind schon wieder auf die Fresse geflogen. Ach, komm, ey. Ja, die Strecken sind halt, man sieht's, ne? Die sind halt einfach, ich habe schon... glaube ich, breiteren Pfad gewählt. Weniger so eklige Kurven. Aber... Oh mein Gott, ich habe den 360 nicht bekommen. Schade. Wir gehen noch machen
Ich denke mal so Punkte, wir brauchen schon so 170.000, wenn wir hier weggehen wollen. Ungefähr, würde ich sagen. Oh, es ist schon Nacht, ne? Es ist schon Nacht. Ah, das wird heftig. Wir gehen nochmal. Jetzt hier nach rechts abzielen. Hier den Überschlag gesehen. Wichtig, dass wir den so geholt haben. So, 1200 Points. Wir gehen auf den heftigsten Run. Wir werden heute ein legendäres Item kriegen. Sehr gut. Sehr gut. Ich hätte so Bock auf mal auf ein Lux-Fahrrad oder so, ne? Mal wieder ein rotes oder so. Das wäre so fett, Mann. Das wäre so fett. 2800. Punkte technisch, es geht weiter. Jetzt wird es nochmal richtig intensiv. 3800 Points auf schnelle Basis. So. Wir gehen auf die Endgegnerstrecke, weil sonst haben wir kein Licht mehr. Wir müssen rein. 170.000 Punkte wären zwar nice gewesen, aber was willst du machen? So, guckt ihn euch an. Der wird gleich heftig. Der wird gleich wild. Scheiß aufs Bremsen. Das will ich hier gar nicht ausprobieren. Ich will auf der Strecke die maximalen Punkte einfahren. Heißt also, wir gehen jetzt in einem Run. Wir haben jetzt schon den Double hier. Den Double-Punkte-Multiplikator. Aber wir brauchen den dreifachen Multiplikator. Deswegen werde ich jetzt nochmal ein paar Tricks machen. Okay, den dreifachen haben wir. Wir gehen rein. Seid ihr ready? Easy. Let's go. Schade. Haben wir nicht bekommen. Ich bin hier einfach komplett nicht auf Corner gewesen. Dieser Hügel hier, ne, der ist so nervig. Und let's go. Da kommen wir durch. Da kommen wir durch. Sag euch, wie es ist. Oh! Holy moly, war ich schnell. Okay, mit Bunny Hop können wir hier jetzt nicht mehr länger arbeiten. Wir müssen mal gucken, wie wir es dann machen. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Das war meine Idee. Ätzend. Über 10 Leben bleiben, sonst Problem. Wir bremsen, wir bremsen. Okay, jetzt müssten wir ready sein. Easy. Haben wir durch. Läuft. Hätten wir gleich von Anfang an so machen sollen. Aber gut. Nächstes Feuerlevel durch. Wir sind in den Favelas. Was wollt ihr denn nur fragen, hä? Da sind alle Mods beteiligt, Caro. Was meinst du, JPBMW, du alter Aal? Hä? Was meinst du denn? Danke für die Follows, Freunde. Kommt gerne auf YouTube vorbei. Sind hier gerade auf YouTube entspannte 300 chillige Zuschauer? Glaube ich so um den Dreh rum, ne? Oh! Mann! Könnt kotzen. Ich will Tricks machen, aber nee. Er will nicht. Ich will Tricks machen. Will ich einfach. Wir müssen versuchen, dass wir auf 10 Leben auf jeden Fall bleiben. Die brauchen wir im Minimum. Aber ich will auch einfach diese 250.000 Reputationspunkte kriegen. Steil, kurvig, Tricks. Sehe ich mich. Wie hast du das Bike bekommen? Farm, Alter. Über 100.000 Reputationspunkte mindestens in so einem Run. Du siehst, ich habe unten schon 160.000 gefarmt. Aber wenn du 250.000 schaffst, ist die Chance recht hoch. Zumindest sagt man das so in Descenders. Oh, Vorsicht. Nice. Schön Punkte bekommen. Ne? Hier kann jetzt nochmal richtig was gehen. Oh, Vorsicht. Wir nehmen nochmal einen Sprung nach vorne.
So. Wir kriegen halt Punkteabzug, ne? Dafür, dass wir so einen Scheiß hier die ganze Zeit machen. Ja, schaffen wir locker von der Zeit her. Sehr gut. Weiter geht's. Wie tut man das auf TikTok-Stream? Tja, mein Bester, wenn du das nicht weißt, dann solltest du dir dringend Gedanken darüber machen, ob du überhaupt streamst. Einfach nur meine persönliche Meinung dazu. Das sollte man schon wissen. Aua! Oh, verdammt, ey. So, gucken wir mal. Ja. Vorsichtig. Und hoch. Das sieht gut aus. Roof Tap bekommen. Double Salto runter. 3300 Points. 3,4 sogar. 3,5 kriegen wir sogar. Sehr gut. Wir gehen weiter. Versuch mal Only Wheelie. Das wird nur auf einer geraden Map gehen. Aber das, ja, an sich. Man könnte es halt natürlich mal probieren. Müsste man. Ich kenne mich in Favelas aber zu wenig aus. Das könnte man in der Wüste gut machen. Vorsichtig. Müssen halt gucken. Wir haben hier den Slide jetzt. Ist den Zweifach-Multiplikator unbedingt halten. Der Dreifach ist da. Sehr gut. Hier jetzt auch nochmal einen ganz stinknormalen runter. Den 360 bauen wir jetzt auch nochmal schnell mit ein. Schön. Ihr merkt, ne, man muss so ein bisschen vorausplanen, was das Fahrerische anbelangt. Aber dann klappt es auch gut. Für welche Plattform ist die Senders? Timo Wessel. Ich glaube Xbox, glaube PS4 und PC auf jeden Fall. Sehr stark. Und weiter geht's. Ich bin immer noch gut in dem Mut. Und punktemäßig, wir nähern uns der 200.000er Marke. Also es wäre tatsächlich der Run, den ich mir auch vorgestellt habe. Und hier gibt es jetzt nochmal einen fetten, Alter. Oh Gott. Nein, ich wollte zu viel. Ich wollte einen Dreifachen probieren. Das wäre so cool gewesen. Oh, verdammt. Dann mache ich jetzt erstmal nochmal einen wilden. Oh, auf dem Roof wäre so... Mann. Oh, die unterbrechen meine Vibes immer mit diesen Kack-Maps, ey. Das ist einfach wild. Nee. Oh, Junge. Warum bin ich so aufgekommen? Hä? Das muss ich mir nochmal angucken. Ja, hier war es schon wieder. Da war es schon wieder. Ich bin ganz komisch aufgekommen. So, der Rooftop ist auf jeden Fall am Start. 1,9 nur, ne? Punktemäßig leider eine magere Ausbeute. Hätten wir eigentlich mehr draus machen können, ne? Wir sind wieder auf 10 Leben hoch. Ich muss halt mal gucken, wo das Medicamp ist. Das Feuerlevel haben wir auf der Seite. Also wir müssen schon viel spielen jetzt. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Muss ich 100.000 Punkte auf einmal, ohne richtig mit dem letzten Versuch zu sterben? Ja, du musst die 100.000 Punkte in einem Run ziehen. In einem Run. Das ist wichtig. Sag mal, leckt das Game? Nee, ne? Das Game leckt nicht. Leute, leckt das Game bei euch? Leckt das Game bei euch leicht? Könnt ihr das mal als Feedback geben? Ich sehe das hier gerade. Aber nee, ne? Das Game leckt nicht, oder? Nee. Sehr gut. Danke für die Info. Rooftop. Boah, der war auch knapp hier, der Trick. Aber somit haben wir wieder solide 3000 Punkte eingefahren. Und es funktioniert gut. Wir gehen jetzt erstmal alle Levels vorbereiten. Und in welcher Minute kam die Spende? Ich weiß es nicht so. Die geht eine Stunde ungefähr. Eine Stunde hält diese Dono an.
Wir probieren's. Erreiche das Ziel, ohne Beschleunigung loszulassen. Wir probieren's. Puh, es ist nicht ganz ohne. Mit den Slides holen wir uns ein paar Punkte rein. Aber Leben wäre jetzt halt nice. Dann wären wir relativ schnell wieder auf 15 oben. Ja, das sieht ganz gut aus. Sieht gut aus. Leute, ich habe das gut im Griff aktuell. Sehr stark. 3.100, 3.200 durch so ein entspanntes Level. Wir gehen jetzt erstmal ins Medicamp rein, machen das Feuerlevel dann im Anschluss. Nein, ich hätte das Feuerlevel jetzt machen sollen. Es ist Nacht. Oh, verdammt. Oha. Schon wieder so eins. Chillig bleiben. So. Ich probiere es nur einmal. Easy. Läuft. Wenn Deutschland die EM gewinnt, springe ich mit Klamotten in den Pool. Ey, wenn Deutschland die EM gewinnt, weiß ich noch nicht, was passiert. Im Finale werde ich dazu vielleicht noch einen Call machen. Ne? Dann werde ich auch irgendwas Abgefahrenes machen. Und das, ach so, by the way, soll ich eigentlich mal so Real-Life-Content streamen auf YouTube? Habt ihr da mal Bock drauf? Also insofern wie... wenn ich zum Beispiel mal auf dem Boot bin, in dem Wasser oder so, also in so einem Paddelboot oder... Nein. Ah! Mann, Alter! Stör meine Vibes nicht, Kackmap. Guck dir es an. Ich hasse es. Ich könnte jetzt schon wieder kotzen. Zwei Leben hart verdient, alle weg. Wegen so einer Kacke hier, ey. Boah. Ja, habt ihr Bock? Roomtour wird eher ganz schlecht. Roomtour werden ja ganz schlecht, weil, Leute, ich habe Büro und Privatzimmer zusammen. Es gibt bei mir, ihr denkt, alle YouTuber haben viel Geld, Mann. Ich würde da oben nicht umsonst für meine Schulden sammeln, wenn ich das Geld hätte. Wisst ihr, wie ich meine? Ich wohne momentan noch in so schwierigen Verhältnissen, kann man sagen. Ich habe mein Arbeitszimmer und mein Schlafzimmer zusammen. Es geht halt nicht anders. Ich spare halt mein ganzes Geld, um den Kack da oben loszuwerden, ne? Schon nicht ganz ohne, Leute. Das ist nicht ganz ohne. Außerdem muss ich ja nebenher auch immer noch so Equipment kaufen, weil man Qualität ein bisschen verbessern will. Auf der einen Seite will man natürlich auch irgendwie vernünftige Streams abliefern und so weiter und so fort. Das ist ein schwieriger Balanceakt. Sag ich euch, wie es ist. Roomtour geht nicht. Roomtour geht nicht. Aber die wird's geben. Wenn ich mein Room, mein Gaming Room irgendwann mal einrichte, dann mache ich sowas. Müssen wir eigentlich hin? Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ah, da. 187.000 haben wir schon. Stabil. Wir gehen rein. Endgegnersprung. Gefahrenzone? Nee, die nehmen wir nochmal mit. Wir nehmen die extra Punkte von der Gefahrenzone nochmal mit. Wie viele Punkte muss man sammeln für das Bike? Boah, das kann ich dir nicht sagen, ey. Das ist Unterschied. Also du hast halt die 100.000 Punkte, die du sammeln musst. Und dann hast du halt... Du kriegst ja die Sachen gedroppt. Okay, chillig, chillig. So, wir sind nochmal da. Du kriegst die Sachen ja gedroppt, von daher unterschiedlich. Zwei Leben! Zwei Leben! Mit welcher Begründung habe ich gerade zwei Leben verloren? Hä? Check das mal einer. Check das mal einer. Ah, Gefahrenzone, Gefahrenzone. Ja, jetzt bin ich wieder im Film. Jetzt bin ich natürlich wieder im Film. Oh Gott, das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Aua. Aber die Punkte schmecken und wir kommen unserem Run immer näher. Boah, vorsichtig, der war sehr wild. Backflip und das gibt nochmal schön schmatzige 2000 dazu. Sehr geil. Fahren jetzt hier direkt nochmal ein. Freehand kurz und ein nach vorne.
3000, 6000 Punkte. Das ist super stark. Leute, aus dem Level haben wir nochmal richtig was rausgeholt, ne? Vorsicht mit dem Wheelie jetzt. Vorsicht mit dem Wheelie jetzt. Wir müssen aufpassen. Gefahrenzone schmeckt nicht, wenn man stirbt. Easy. Ein Leben dazu, Endgegnerstrecke kommt. Ciao, bin weg. Kuss. Ist warm. Wir gucken uns den Endgegnersprung an. Oh, bruh, Alter, guck mal, Digga, die Ramp. Oh Gott, er wartet auf mich. Geiles Lied. 1st Try, meine Freunde, wer glaubt dran? Wer glaubt dran? Hashtag 1 in den Chat. Verdammt, Alter. Wir waren zu schnell. Jawoll! Jawoll! Also, Caro, da muss ich meinen Mod ja mal kurz blockieren, ne? Jetzt will ich euch mal folgende Situation erklären. Ich lese die Nachrichten vor. Caro hat eine 2 geschrieben für ich schaff das nicht. Dann kommt, sag ich doch, haha. Und danach, easy, hat er ja locker gemacht. Ja, Caro, also entweder oder. Raus, 5 Minuten. Da kenne ich nichts. Bann auch meine Mods mal kurz aus dem Chat raus. Magnus Gerdes, wenn dein Bild schlecht ist, unten rechts aufs Zahnrad gehen, Digga, Auflösung ein bisschen höher stellen. Ne? Ich sag mal, wie es ist. Sei nicht so hart, Junge. Bossa, tut mir leid. Aber ist so, du weißt, ne? Manchmal, die Mods, Digga, die werden manchmal frech. Die werden manchmal frech. Und da musst du halt auch mal ein Machtwort sprechen. Na, wenn meine eigenen Mods mich nicht mal anfeuern, ja, wo kommen wir denn da hin? Weißt du, wie ich mein, Bossa? Weißt du, wie ich mein? Wenn meine eigenen Mods mir hier so ans Bein pinkeln, mich so hinterrücks fertig machen und nicht an mich glauben, ja, da, das ist Lust. Naja, aber ihr wisst, ist Spaß, ne? Ich bin froh, dass meine Mods da sind. Ich muss jetzt aber irgendwie punktemäßig mal ein bisschen was klar machen. 2 360s. Oh, Vorsicht. Hier können wir nochmal einen rausholen. Oh, vorsichtig. Gut. Nochmal weiter. Wichtig. 201.000 Reputationspunkte haben wir. 30.000 fehlen uns. Weiter geht's. Wir müssen entspannte Levels zocken. Entspannte Levels. Rest in Peace. Ja, Mann, wir haben die 200.000, Leute. Das wird der 250.000 Reputationspunkte-Run, Alter. Krank. Wirklich krank. Vorsichtig. Schön. Gut, Punkte geholt. Wichtig. Oh mein Gott. Und ich krieg das Ding nicht. Das ist der Dreifache jetzt. Vorsichtig. Welcome to Call of the Wild. Oh nein. Jetzt schnacken die schon wieder. Ne? Hey guys, warum kommt das? Ruhe. Ich will nicht, dass ihr redet.
Oh, wir machen den Wheelie jetzt erstmal. Punkte, Punkte, Punkte. So, weiter. Chillig bleiben. Das wird heftig hier. Safe. Ja, habe ich mir schon fast gedacht. Wir müssen vorsichtig bleiben. Wer kennt die Musik? Wer kennt die Musik, Leute? Wer kennt diese Musik? Wer erkennt sie? Hey everyone, what is going on? Welcome back to another episode of Monster Cats Weekly Radio Show. Bozo, ein Ausrutscher wäre okay, ne? Aber wir wissen alle, wie Caro ist. Das sind mehr Ausrutscher, ne, Caro? Na? Du Fiesling? Hm? So. Oh, nee, das spiele ich nicht. Das ist mir zu doll. Wir gehen rein. So. Da ist einer, Tritra Trulala, der zockt immer noch mit mir, ne? Der ist überall dabei. Feier ich. Feier ich sehr. Der Typ zieht durch, Digga. Wir sind zwei einsame Wölfe in Descenders. Da kann man gut Punkte ziehen. Dreifacher. Boah, die Mucke kickt. 9 Sekunden. Ich guck, was sich machen lässt. Schaffen wir nicht. Schade. Aber gut, Punkte gemacht. Feuerlevel direkt vor Endgegnersprung. Puh. Ich kenne Cheats, wie du alle Lux-Items bekommst, Lukas Adelsberger. Was soll ich mit einem Lux-Item, Digga, dass ich mir ercheatet habe? Weißt du, was ich sagen kann? Ich habe dieses blaue Fahrrad, den heiligen Schein und die Spur selber erfahren. Und zwar ganz ohne Cheats und Tricks. Das, Leute, schmeckt am meisten. Wer es genauso sieht, eins in den Chat. So. Wildes Lied. Fühle ich irgendwie. Dreifacher Multiplikator. Wir müssen uns konzentrieren. Ein 720 müssen wir noch irgendwie hinkriegen. Da. Schade, nicht hingekriegt. Egal, wir gehen auf sichere Leben und sichere Punkte. Wo ist das Medicamp, Alter? Das check ich nicht. Da unten, es muss da unten sein. Als Flex für kurz. Bossa, was machst du denn eigentlich mittags schon in meinem Stream, mein Bester? Es ist erst 4:30. Was geht denn ab? Das ist halt auch so krass, ne? Durch YouTube, Leute, habe ich mittlerweile so viele Menschen kennengelernt. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr heftig. Ich kenne sie alle schon mit Vornamen, Nachnamen. Nee, das ist einfach krank. Wirklich, wirklich krass. Wichtig. Clean gelandet. Da ist das Medicamp. Wir haben's. Medicamp ist da, 2 Leben. Hab gerade es wieder eingeschaltet, aber denke mal, gut. Mert
zwischenzeitlich raus. Hatte heute mal um 14 Uhr Feierabend. Ah, Patrick, Digga, das hört sich gut an. Warte mal, du hast da noch was geschrieben? Ah ja. Wie stellt sich Denno so an? Digga, kennst du die Senders nicht? Ich habe 213.000 Reputationspunkte in diesem Run. Das ist mein absoluter Rekord. So viel habe ich noch nie gemacht. Wild. Und der Chat ist heute dabei. Vorsicht, Vorsicht. Easy. So. Weiter runter. Oh oh, oh oh, oh oh. Jawohl. Na. Richtig. Wir haben die Streak gehalten. Der dreifache Multiplikator läuft noch. Er läuft noch. Wir müssen ihn weiterhalten. Wir müssen ihn halten. Wir brauchen die Punkte. Jeder Punkt zählt. Wir sind jetzt gerade wirklich im guten Hustle drin. Richtig. Weiter geht's. Nochmal 800 mitgenommen. Alle Punkte sind wichtig. Medicamp. Drei Maps noch. Und dann geht's rüber ins Nebellevel. Boah. Das Game kostet so um die 21 Euro ungefähr. Oh, das wird so eine richtig eklige Map. Das ist mir zu blöd. Das ist mir zu blöd. Wir kriegen unser Leben wieder. Ist halt so. Ist eine Schmutzmap. Ist eine Schmutzmap. Ich fühle die Musik schon krass, ne? Ich fühle die Musik schon krass. Fast gestorben. Fast gestorben. Ha! Points, Mann. Oh, ist das ätzend. Wir gehen Feuerlevel rein. Hi, Denno. Heute schon um 15.28 Stream. Ich streame seit 13:30, mein Bester. Seit 13.30 Uhr über. Also jetzt sind wir gerade bei guten 2 Stunden. 8 Sekunden in der Luft sein. Da sind wir auf jeden Fall genug in der Luft und auch gleich tot, Alter. Ach Mann, ey, diese Maps, die sind so schwer. Gott, kotzt mich das an. Feuerlevel ist auch einfach gar nicht ohne, ey. Was soll ich denn noch tun, als den Wallride anzunehmen, Mann? Och, komm, ey. Ich muss mich konzentrieren, Freunde. Ich muss mich konzentrieren. Den Run hier zu verbocken, wäre jetzt nicht schlau. Gut, wir haben die 8 Sekunden auf jeden Fall. Richtig. Konzentrieren. Konzentrieren. Oh, war das knapp. Das war knapp. Lieber Leben sparen als Punkte jetzt.
Ah, ich mach meinen Controller gleich kaputt. Ich reiß ihn auseinander, ich sag's ehrlich. Das ist eine Sonderanfertigung, der Controller. Ich sag euch, ich reiß den auseinander. Wieder keine Punkte, nur 10 Leben. Boah, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Wir gehen rein. Abnutzung. Abnutzungsspuren. Mein Daumen, Digga. Bin seit der Wüste am Start. Valentin, wild. First try wäre krass. Ja, Mann, wir sind durch. Jawohl. Was, Digga, wer will reden? Wer will reden? Wer will reden? Wir sind durch. Holy moly, Digga. Ich hab den Sprung analysiert. Wir sind drin. Gib ihn. Gib ihn, Digga, gib ihn. Das war schwer. Das war schwer. Also, wir machen die Endround. 250.000 Reputationspunkte, der Run geht los. Und Tritra Tralala ist jetzt auch am Start. Feier ich, Digga. Der einzige noch aus der Runde, der es geschafft hat. Mega cool. So, Digga, wir ziehen durch, Brudi, komm. So, wir haben den Zweifachen. Der Dreifache ist auch fast da. Dreifacher Multiplikator läuft. Jetzt müssen wir nur noch schön Punkte fahren, Leute. Richtig schön Punkte fahren. Stark. Egal, auf die Zeit, jetzt erstmal kacken.
Wir sind im Nebellevel. Wir sind im Nebellevel. Pass auf! Irgendwas ist passiert. Irgendwas ist passiert. Da war ein Fragezeichen und da stand: Pass auf. Warum? Warum soll ich aufpassen? Was ist da? Double Backflip. Und hier machen wir auch nochmal einen. Superman. Zweifachen haben wir. Zwei Rückwärtssaldos sind erledigt. Wheelie. Okay, Wheelie war ein bisschen zu risky. Aber wir kriegen jetzt auf jeden Fall wieder ein Leben zurück. Und das ist schon mal nicht schlecht. Wir müssen jetzt hier alles mitnehmen, was die Map zu bieten hat. Alles. Oh, oh. Oh, Baby. Oh, Baby. Chill. Oh, Baby. Baby. Jawohl. Und wir sind drin. Boah. Das ist eine Map, ey. Die hat's richtig in sich, Mann. Ein Rückwärtssalto, zwei Rückwärtssaltos. Das hat sich schon mal erledigt. Hier ist ein Stock gewesen, okay. Jetzt hier ein Double. Double wäre wild. Sehr gut. Damit sind wir auch schon fast wieder im Dreifachmultiplikator. 231.000 Reputationspunkte haben wir. Aber, ich sage euch ehrlich, ich würde gerne 250.000 schaffen, dass wir die auch clean in einem Run haben. Und dann wäre chillig. Okay, hier sind wir noch nicht durch. Das dauert wohl noch. Sehr gut. Wir gehen erstmal nach unten. Wir spielen auf mal weg und du bist in der fünften Map. Gummibusch, was soll ich sagen? Bro, ich hab durchgezogen. Ich will fertig werden. Deutschland spielt noch. So, der Ken, sehr solide gewesen. Sehr solide. Der Slide hier. Noch ein Slide. Easy going. So, wir sind drauf. Dreifacher Multiplikator lübt. Und wir lassen uns jetzt erstmal ein bisschen treiben. Ride or die, meine Freunde. Ride or die. So. Läuft gut. Bei uns ist Sonnenschein, lol. Ja, bei mir auch, Mann. Aber ich muss streamen, Digga. Arbeit kickt. 217 Zuschauer. Werde ich schon wieder brutal empfohlen, oder was? Caro, guck dir bitte einmal das Phänomen an. Wie lange ist der Stream live? Ich muss das wissen. Caro, bitte Fokus drauflegen. Ich glaube, ich werde schon wieder empfohlen. Ich muss die Zeiten im Blick haben. Das bitte einmal ganz genau jetzt aufschreiben. Ganz genau notieren. Ich freue mich. Herzlich willkommen in meinem Stream. Ich mache hier gerade einen brutalen Run in Descenders, meinen heftigsten aller Zeiten. Und wir sind jetzt auch gute 600 Zuschauer auf beiden Streams. Also, viel Spaß, macht es plus weg. Und sorgt mal für ein bisschen Laune im Chat, Alter. Ich will jetzt was sehen. Wo seid ihr denn? Ich dachte, es sind bald Ferien und nicht hier irgendwie, ich muss einschlafen. Na? Also, macht mal Lärm. Ich brauche ein bisschen, Leute. Ey, ich schwör's euch, ich schwitze mir Riechern ab. Von wo hast du das Bike? Oh, meine Mods regeln das. Die sagen euch Bescheid. 55 Sekunden, das Ding müssen wir jetzt vorsichtig fahren, denn ist eine Gefahrenzone. Wir kriegen hier doppelt so viele Reputationspunkte. Guckt euch an, wie viel ich in dem Run bisher gemacht habe. 235k, ne? Ballert rein. So. Wir müssen unbedingt auf den zweifachen Multiplikator kommen, Leute. Und dann brauchen wir den dreifachen. Das ist der höchste jetzt hier aktuell. Ich muss... Oh, das Lied wird doll. Ich darf hier halt nicht verkacken, ne? Wenn ich hier jetzt brutal verkack, gar nicht gut. Ich bin so ein Idiot, Alter. Oh.
who drill you, tire you, treat you like cattle, use you as fodder. Verdammt! Ja, passiert. Stell dir die Punkte in einem Rap-Run vor. Digga, die Punkte habe ich in einem Rap-Run. Ich habe 235.000 Punkte in einem Run. 5 Leben nur noch. Gerade 4 Leben verloren. Ich könnte kotzen. Ich bin richtig wütend gerade. Oha. Ey, mein Gesicht und so. Alles voller Schweiß. Es ist in diesen... Also gefühlt sind hier 120 Grad. Ich bin in der Sauna gerade. Wir gehen hoch. Ich muss Leben farmen. Letzte Map. Oh, leck, ey. Was geht, Alter? TikTok, Leute. Wie heißt das Game, wenn die Leute kommen, ne? Fragen jedes Mal. Kommt bitte einfach YouTube. Ich stream parallel auf YouTube, by the way. Kommt da einfach vorbei, ne? Guckt euch das mal ein bisschen an, so. Falls ihr sagt, so, Digga, das Game sieht gut aus, der Streamer gefällt mir, sympathisch oder so, kommt doch gerne mal vorbei, ne? Ich lebe halt nur von YouTube. TikTok bezahlt einen nicht. TikTok ist ganz, ja, das ist einfach halt so ein Extra, was man hat. Oh, oh, oh. Wir müssen echt Punkte machen. Wir brauchen noch 14.000. Wir brauchen noch 14.000 Punkte. Schön. Feuerlevel müssen wir durch. Sponsorenstrecke, viele Stunts. Der Beatkick, ne? Ich weiß. Leute, kommt rüber. Kommt gerne rüber auf YouTube. Schaut gerne vorbei. 270 Zuschauer haben wir jetzt hier. Okay, also der TikTok-Chat und auch der TikTok-Stream hat jetzt bald mehr Zuschauer als, ja, wie soll ich sagen, als der YouTube-Livestream. Was ist das denn? Was ist denn da los schon wieder? Oh, 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 komm. Jawohl, schön. Leute, ihr müsst mich anfeuern. Ich brauche 250.000 Punkte. Unten. 250.000. Das besagt die Legende. Dann bekommst du ein geisteskrankes Fahrrad, einen geisteskranken Helm, irgendwas. Ne? Das besagt die Legende in Descenders. Und wir probieren das heute aus. Ihr könnt es bei mir sehen. Ich bin auf jeden Fall, was das angeht, komplett am Start. Und die Gefahrenzeichen hier, die jucken mich sowieso gar nicht. Double, rein. Sehr schön. Vorsicht. Noch einer. Noch einer. Sehr gut. Jetzt vorsichtig sein. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nein, die ganzen Punkte sind weg, Mann. Ich kann kotzen. Oh. Mach die Maps extra schwer. Komm, mach schwer. Mach einfach schwer. Da vorne. Ich nehm den Helm-Ding mit und gehe erstmal zum Medicamp, Leute. Vorher mache ich gar nichts. Es regnet gerade anders bei uns. Bei mir jetzt gerade nicht. Ich bin ganz froh. Okay, das Ding fahren wir nur auf Tempo. Das fahren wir nur auf Tempo. Wir müssen jetzt mit der Helmkamera fahren. Aber das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Komm, Baby. Zieh durch. Sekunden bis zum Ziel. Ich sag, wir schaffen es früher. Je nachdem, wie schnell wir unterwegs sind. Ja, das ist gut. Wir fahren einfach der Sonne hinterher, ne? Wir fahren der Sonne hinterher. Ich bin gespannt, wie es hier nachts aussieht. Ich kenne die Gegend noch nicht nachts. So, rein jetzt. 10 Sekunden haben wir noch. Komm, Alter, den Aal müssen wir haben. Den Aal müssen wir haben. Jawohl, schön. Sauber, Leute. Wichtig. Medicamp gibt 2 Leben zurück. 2. Das kriegen wir hin. Ich bin kurz vorm Ende. Also, nervlich, so wie... Oha, Alter. Heiliger Bimbam. Okay, das wird schwer, vermute ich. Das wird wirklich sehr, sehr schwer, vermute ich. Wichtig. Ich lasse die Bremse mal auf Chillo. Ich lasse die Bremse aktuell mal auf Chillo. Wir könnten auf 8 Leben wieder hoch. Die bräuchten wir auch. Weil der Endgegnersprung, der hat's in sich. Oh, Vorsicht. Wir lassen rollen. Wir lassen einfach rollen. Wir sind tot. Guck dir diese Killer-Map an. Boah, ist das ätzend, ey. Du wärst hier so runtergeprügelt, Alter. Und dann musst du über so einen Sprung rüber, genau. Weil das auch die Entwickler
Ach komm, ey. Wenn ich den Rap-Run nicht pack, Alter, wenn ich... Es wird eng, Leute. Es wird eng. Merkt ihr das? Das wird richtig eng. Ich krieg hier keine Hype, gar nichts im Chat. Wird nicht angefeuert. Es wird hier für selbstverständlich gehalten, dass ich hier 250.000 Punkte erspiele und die dann aber auch sicher nach Hause bringe, ne? Das ist es ja. Chat, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie am Ende ich bin. Mir geht meine Kraft aus. Ich mein's ernst. Was soll ich dazu sagen, Alter? Ich weiß nicht mal, wo ich hier bin. Boah, ey. Ein Leben kriegen wir wieder. Ja. Die Widrigkeiten sind hart. Die Widrigkeiten sind hart auf der Map. Meine Batterie geht leer vom Fahrrad. Das wird nicht ohne, Leute. Sind so schwer, ey. Das Nebellevel ist so mit einer der anspruchsvollsten Maps, weil es halt der brutalste Berg ist. Clean Landing. Wenigstens schon mal ein. Jetzt den zweiten. Jawohl. Ganz wichtig. Man sieht nichts auf der Map. Man sieht auch gar nichts. Man sieht nichts. Es gibt hier nicht mal Helligkeit. Weißt du, wie ich meine? Oh mein Gott. Und ich soll jetzt gleich noch das Feuerlevel fahren. Genau, so sehe ich aus. Ja, genau. Komm, ey. Ich sehe nichts mehr. Ich kann nichts mehr sehen. Merkt ihr das? Ich sehe nichts mehr. Das, den Endgegnersprung gleich zu machen, wisst ihr, wie geisteskrank das ist? Das ist geisteskrank. Wird nichts mehr, ey. Wisst ihr, wie lange das dauert, die 250.000 Punkte jetzt voll zu machen? Ich weiß nicht, was beim Feuerlevel geht, aber ich bin aktuell auch gerade gar nicht mehr im Mut. Hier können wir noch mal ein bisschen was ziehen. Zweifach. Immerhin. Oh, das Schild habe ich ganz knapp erst gesehen. Im Mondlicht geht's. Aber wenn der Mond nicht da ist, dann haben wir das Problem. Passt jetzt gerade so ein bisschen zum Mond. Sollen wir es riskieren? Ich gehe Risiko. Digga, ich sehe gar nichts mehr.
Leben haben wir auf jeden Fall schon mal da. Jetzt nur noch vorsichtig fahren, Freunde. Vorsichtig fahren. In der Hoffnung, das ist was wert. Wir müssen mindestens irgendwie 2000 Punkte locker machen. Mindestens. Dreifach-Multiplikator. Oh, verdammt, Alter, wir sind tot. Zwei Leben verloren, Mann. Oh, leck, ey, ich hasse diese Map. Ihr merkt's. Das kannst du... Ich bin in irgendeinem Loch drin. Holy shit. Ich bin schon wieder in irgendeinem Loch drin gewesen. Ich sehe nichts mehr. Ist das ärgerlich, ne? Ist das ärgerlich, Mann. Wie habe ich das überlebt? Keine Ahnung, wie ich das überlebt habe. Wenn der Mond mal scheinen würde, ja, wäre geil. Aber tut er nicht. Ich habe noch ein Leben in petto. Das war's. Ich sehe es kommen. Ich sehe es kommen. Das war's, Freunde. Ich habe nur noch ein Leben. Okay, wir gehen alles oder nichts. Seid ihr bereit? Es ist der letzte Sprung. Der allerletzte. Wir müssen erstmal dahin. Dieser Sprung wird uns alles kosten. Alles. Item. Ja, Mann! So gehört sich das, Digga! Das ist es, Digga! Das nächste Teil in der Sammlung! Das nächste Teil in der Sammlung! Guckt es euch an! Ich hab die nächste Brille am Start! Jawoll, Alter! Jawoll! Ich hab den Sprung das letzte Mal First Try geschafft. Wir gucken mal die jetzige Brille an. Okay. Ja, Digga, das passt doch zum Heiligenschein. Jibbi. Geil, Digga. Das ist dieser anders wilde Typ jetzt, ne? Guck's dir an.
Ey, das passt so gut mit dem Heiligenschein zusammen, müsst ihr zugeben. Hammerhart. Hammerhart. Das nächste Teil bekommen, ne? Boah. Ey, dass ich den Sprung nicht geschafft habe, okay. Aber Lux-Item, wild. Schmeckt. Wir sind durch, Alter. Die Enttäuschung groß und die Freude noch größer. Ihr habt recht, ihr habt recht. Ey, ich sehe es gerade, ne? Also, es ist geisteskrank, was hier passiert, aber ich hatte das noch nie. Aber der Stream nimmt an Intensität auf. Also, ich würde es euch gerne mal anhand eines Graphen zeigen, dass ihr einfach mal so einen Einblick habt, wie das ist so. Guck mal kurz. Schade. Kann man nicht so ganz sehen. Doch, hier. Ich kann euch das mal größer machen. Das ist ein Phänomen heute, das hatte ich noch nicht. Ich zeige euch, was ich meine. Ihr könnt oben sehen, ich nehme einmal kurz das Donogol raus. Die Zuschauer werden immer mehr. Normalerweise wird es bei mir immer weniger, aber in diesem Fall ist es halt immer mehr geworden. Und ja, das habe ich halt nicht häufig. Ne? Es ist interessant mal zu wissen, dass sowas überhaupt passieren kann. Ich habe heute auf jeden Fall ordentlich wieder doch kein Cheat. Nee, nee. Ey, ganz ehrlich, der Dude hier mit seinem Bike, ne, der ist mit dem Lux-Bike gefahren. Ich sag dir ehrlich, Digga, habe ich gefeiert, dass du am Start warst, Mann. Tritra, trulala, Kuss geht raus, der Einzige, der mit am Stissel war. Leute, wir machen für heute Feierabend, tut mir einen Gefallen. Von TikTok, kommt gerne rüber auf YouTube. Ich bin noch 5 Minuten da, beantworte noch ein paar Fragen. Ich mache auf TikTok jetzt aber aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr rüberkommt und vielleicht noch ein Abo dalässt, weil ihr sagt, ey, der Stream hat mir heute gut gefallen, den würde ich gerne wiedersehen. Ich streame auf YouTube immer, regelmäßig immer. Und TikTok mache ich halt so nebenher. Ich würde mich freuen, wenn ihr da seid. Sage ansonsten, wenn ihr nicht mehr rüberwechselt, könnt ihr auf mein Profil gehen, da ist so ein YouTube-Button, dann kommt ihr auf meinen Account. Ich würde mich freuen. Ansonsten, ich bin für heute raus. Kann sein, dass wir heute Abend nochmal Horror machen. Aber dann wahrscheinlich auch nur auf YouTube, nicht auf TikTok. Kuss geht raus, meine Freunde. Denno out. Macht's gut, TikTok. So, wir sind auf TikTok fertig und lief heute auch wieder sehr gut. Wir hatten hier eben gerade wieder 300 Zuschauer an der Spitze. Und ja, jetzt beantworte ich gerne noch ein paar Fragen, wenn ihr möchtet, Chat. Ich packe euch mal mit rein, dann kann man das hier, glaube ich, auch noch sehen. Ja. Lacht mal an. Das Pad nehme ich raus. Doch, kein Cheat, ganz ehrlich, ich habe keinen Cheat benutzt. Nee, nee. Also Lukas Adelsberger, der hat keinen Cheat. Kommt heute Abend noch ein Stream und wenn ja, was denn? Gummibusch, wenn heute Abend was kommt, dann Horror. World War Z oder Amnesia kann ich mir vorstellen. Kannst du mal dein Setup zeigen? Geht leider nicht. Blub, Chubby. Dankeschön. Ich freue mich für dein Abo. Dankeschön. Dachte, hier ist auch hier vorbei. Zum Glück nicht. Nee, nee, ich beantworte noch ein paar Fragen. Hi, Denno, habe ich was verpasst? Ja. Den wohl möglich heftigsten Run aller Zeiten. Lux-Item. At Dead of Night extrem. Ja, das könnte man halt mal probieren, aber weiß ich nicht. Es ist halt auch sehr zäh, ne? Was tippst du heute in beiden Spielen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hab mich damit nicht brutal beschäftigt. Wie macht man den Superman? Wenn du hochspringst, ja, und du machst einen Backflip nach hinten, musst du mal mit LB ein bisschen arbeiten und mit dem rechten Stick. Damit geht das ganz gut. Mit dem rechten Stick und LB. LB ist immer so die Tricktaste. Lieblingsessen, Steak. Wie machst du das, dass du so hoch springen kannst? Du musst, wenn du die Rampe nimmst, die Corner, so, ja, musst du vorher schon nach hinten ziehen. Du musst es merken, du musst ein Gefühl für die Rampe kriegen. Du kannst auf der Rampe am Ende abspringen oder du kannst in die Kurve schon die Drehung machen. In der Kurve schon die Drehung, dann kriegst du mehr Pace nach oben. Kannst du nochmal einen Run machen später? Ich denke nicht, dass ich später noch einen Run mache. Du musst bedenken, Digga, es ist übelst anstrengend. Guck dir meine Frise an. Ich sag nichts dazu. Es ist übelst anstrengend, die Senders zu spielen. Über mehrere Stunden. Das ist einfach echt. Es ist heftig, Mann. Kannst du auf TikTok ein Tutorial für das Bike machen? Ich verstehe das nicht. Georgios, du kannst es sonst mal googeln, wenn du möchtest. Ich meinte, warte mal, ich war die ganze Zeit im TikTok-Livestream. Ich freue mich, aber ich habe natürlich meine Leute gerne auf YouTube, ne? Willst du mal Horizon Zero spielen? Ich weiß gar nicht, was das für ein Game ist.
Ich kann mein Setup nicht zeigen, weil das hier, das steht hier nicht gut. Mein Setup sieht nicht gut aus. Aktuell ist es da und ich kann damit auf jeden Fall streamen. Wilde Friese. Junge, ich wurde operiert, Alter. Ich habe ein drittes Gehirn eingesetzt bekommen. Weißt du, wie ich meine? Wann streamst du so generell? Generell würde ich sagen, streame ich so ab 20 Uhr. Aber ich möchte mir angewöhnen, dass ich mehr streame. Ich möchte mehr streamen. Das heißt, so 4 bis 6 Stunden am Tag hätte ich schon ganz gerne. Und ich werde jetzt... Also mir hat das heute Mittag sehr gut gefallen. Muss ich sagen. Hat mir wirklich gut gefallen. Kann sein, dass wir das die nächsten Tage auch wieder so machen. Na? Kannst du mal bitte Days Gone zocken? Weiß ich noch nicht. Moin. Dead of Night sollte echt mal ein Update raushauen. Kannst du jetzt mal zeigen auf Controller, wie man einen Checkpoint macht? Wenn du stehen bleibst, auf diese Taste drückst und dann B. Ja? Auf diese Taste drücken und dann B. Oder ich glaube spontan, also bei euch ist es gebindet auf dieser Taste. Wenn du die Taste drückst. Hier, das ist der Controller. Du drückst die linke Taste. Ich glaube, das ist Standard gebindet. Hast du Bock, Cooking Simulator zu spielen? Ich sage euch, wie es ist. Wegen TikTok mache ich bald einen Baby in Yellow Stream. Der wird auf jeden Fall kommen. Der geht aber nur eine Stunde. Das wird abends so eine Stunde richtig Entertainment sein. Beide Spiele zocken und so. Das wird mega lustig. Und ja, so Sachen wie Cooking Simulator und Search and Simulator würde ich halt gerne auch nochmal als Videoformat bringen. Deswegen mache ich die momentan nicht. Ach so, mit höher springen. Nico, dafür musst du diesen Skill freischalten. Brickricks kam ja gestern, Anna. Wie hast du mit YouTube angefangen? Ganz normal. Was hochgeladen und dann irgendwann ergab sich das halt. Gummibusch, die guten alten Zeiten. Da, also, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber The Baby in Yellow bekommt ein Update. Und das wird bald kommen, ne? Das wird bald wieder dazu ein Video geben. Mach mal Deliver as the Moon auf Steam. Das gucke ich mir jetzt nochmal an. Deliver as the Moon. Wir gucken mal. Ich guck mal rein. Science Fiction Thriller. Ab wie vielen Jahren? Ab 12? Was ist das hier? Das sieht aber leider nicht so interessant aus, ne? Das sieht leider nicht so interessant aus. Schade. Machst du nebenbei noch etwas? Nee. Du kannst dir vorstellen, Videos machen ist schon Vollzeitjob. Aber Stream halt auch noch. Und da muss man sich auch noch irgendwie auf Instagram und so. Also mit YouTube habe ich schon so in der Woche 60 bis 80 Stunden zu tun aktuell. Bestimmt. Sag mal, Sabrina, sowas will ich nicht nochmal lesen. Na, dann gibt's hier gleich den nächsten Timeout. Machst du noch was? Also heute werde ich jetzt... lasst ein Like da für den Stream, meine Freunde. Ihr liked ja gar nicht mehr rein, ja. Ihr seid ja richtig blöd. Muss ich mal wieder richtig pushen hier, den Aal, ne? So ein Ding ist das. Ich gehe nachher auf jeden Fall... Du wohnst auf meiner For You, bezahl Miete. Das kommt, wenn man Leute länger guckt, dann landet man automatisch. Wie läuft's mit der Diät? Chuck Giselle, läuft gut. Ich habe heute, ehrlicherweise, noch nichts gegessen. Wir haben schon 16 Uhr. Gar nichts aktuell. Ich wohne in Itzehoe. Gide Jakob. 3 Fragen machen wir noch und dann ist Schluss. Kann sein, dass ich heute Abend wieder am Start bin. Caro, dich würde ich gleich gerne nochmal auf dem Discord sprechen. Döner ist nicht ungesund, Caro. Wie kommst du da drauf? Auf dem Döner ist ungesund die Soße, ja. Ist nur gut, wenn man nicht so viel Soße nimmt. Und so Zwiebeln und sowas lasse ich generell weg. Was für Games zockst du so alles? Dark Knight Shadow, eigentlich alle, Digga, auf die ich Bock hab. Was ich für Games feier, sind Horror, weil ich da einen Film hab. Und Games, wo ich so ein bisschen competitive bin, wo ich ein bisschen Schwung mit reinbringen kann, weil ich irgendwas Krasses mach. Ego-Shooter sind aktuell auch mal in der Planung, ob ich vielleicht mal ein paar Ego-Shooter zock. Wie zum Beispiel Counter-Strike, Apex oder Warzone oder Fortnite, Leute. Fortnite
ist auch ein Thema. Ich würde es gerne mal spielen, weil ich nicht weiß, wie es ist, um zu sagen, ob es wirklich richtig scheiße ist oder mega scheiße. Das ist halt die Sache. So, Fortnite wird bestimmt auch mal ein Stream kommen, ne? Ja. Gummibusch, ja, seitdem ich Diät mache, Digga, bin ich ein bisschen vorsichtig, was das alles angeht. Arasul kenne ich, Anna. Kannst du mal Trackmania spielen? Wollte ich heute eigentlich, aber ich muss mal gucken, wie ich es mit Trackmania mache, ne? Ich muss echt mal gucken. Es sind so viele Spiele, die ich gerne zocken will. Deswegen würde ich auch gerne mehr streamen, damit ich das öfter machen kann. Weil mittags kann ich dann so entspannte Games zocken und abends dann eher so Horror. Und das würde ich schon fühlen. So, Saru, Grüße gehen raus. Apex fühle ich momentan halt noch nicht so, deswegen. Gut, Freunde. Drückt Deutschland die Daumen. Ich muss mich fertig machen. Broxo wird nachher auf mich warten in der Bar und ich muss auf jeden Fall los. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Vielleicht hören wir uns heute Abend nochmal wieder. Ich würde mich freuen. So ab 20, 21 Uhr kann ich mir vorstellen. Ich wünsche euch was. Dickes Küsschen geht raus. Danke, dass ihr alle da wart. Abo nicht vergessen. Aktiviert die Glocke, sonst gibt's eine rein. Ohne aktivierte Glocke ist vorbei. Okay? Also, Kuss geht raus. Kalle Diese, auch dir noch einen schönen Tag. Denno out.